Sehr geehrte Damen und Herren, namens des Hauses der Europäischen Union in der Wiblinger Straße darf ich Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen. Mein Name ist Johann Solgruber, ich bin der geschäftsführende Leiter der EU-Vertretung und es freut mich ganz besonders, dass Sie zu diesem wichtigen Thema, nämlich die neuen EU-Klimaschutzziele und die Auswirkungen auf die europäische Energiepolitik den Weg in unser Haus gefunden haben. Es handelt sich dabei um eine äußerst aktuelle Fragestellung. Ich möchte mich ganz besonders beim Herrn Dr. Machl vom Renne-Institut bedanken, dass er diese Veranstaltung auf die Beine gebracht hat. Und seitens der Europäischen Kommission muss ich natürlich einmal ganz klar zum Ausdruck bringen, dass sich der Rat im Oktober auf ein Paket neuer Klimaziele 2030 verständigt hat und dass die Europäische Union hier versucht, eine Vorreiterrolle zu spielen. Ich brauche Ihnen das nicht also hier als Fachleute, und Sie sind viel größere Fachleute als ich. In meinem Alltagsleben hier habe ich von Atompolitik bis Z wie Zeppelin zu tun, kann nicht in allen Bereichen daher ein Fachmann sein, aber Sie wissen, dass diese Klimaziele 2030 trotz vieler Kritik von NGOs doch relativ ambitiös ausgefallen sind, nämlich den Anteil der erneuerbaren Energie auf mindestens 27% im Vergleich zu 2012 waren es 14% und auch die Energieeffizienz auf 27% zu steigern und also den Ausstoß von Treibhausgasen um 40% zu reduzieren. Was hat das für eine Auswirkung und was ist die Strategie, meine Damen und Herren der EU? Diese Einigung hat mit Sicherheit, und so viele Experte bin ich, weil ich ein politisches Feingefühl besitze, das hat mit Sicherheit auch dazu geführt, dass beim APEC-Gipfel die Chinesen und Amerikaner, die, wie wir alle wissen, für den weltweit größten Ausstoß von CO2 verantwortlich sind, sich auf eine Art Mini-Klimapaket geeinigt haben. Und wie Sie wissen, haben die USA eben angekündigt, dass sie auch bis 2025 den Ausstoß von Treibhausgasen um 26-28% reduzieren wollen. Und selbst die Chinesen haben vor, also ab 2030 sozusagen ihren Ausstoß zu kappen. Was noch immer nicht heißt, dass in Peking die Luft sehr gut ist, aber es ist zumindest ein erster Ansatz. Warum ist das eine sehr wichtige Agenda, auch für den neuen Kommissionspräsidenten, den Herrn Jean-Claude Juncker? Und wir sind hier als Vertretung seit 1. November ja Presidential Office, wie es so schön heißt, ist das ambitionierte, die ambitionierte Klimapolitik an vorderster Stelle seiner Agenda. Und nichtsdestotrotz oder gerade deshalb hat ja der Kommissionspräsident diese Energieunion, die Energy Union, die European Energy Union, als eines seiner ambitionierten 10 Ziele proklamiert. Es ist kein abgetrenntes Politikfeld. Daher gibt es sozusagen zwar einen Klimaschutzkommissar, aber alles läuft unter einem Vizepräsidenten, der die anderen mit Energie und anderen Dossiers verbundenen Themen integral bearbeiten wird. Klimaschutz kostet nicht nur Arbeitsplätze, das ist, was sozusagen die Industrie behauptet. Und Sie wissen, gerade in Österreich gibt es immer wieder die Drohungen, Abwanderung, Voestalpine, Texas, andere Großbetriebe. Wir haben heute schon 1,2 Millionen Green Jobs in der EU und nach Einschätzungen der Gemeinschaft sollte das bis 2020 auf immerhin 4 Millionen Arbeitsplätze in der Green Energy und im Green Jobbereich ausmachen. Die EU tut dafür auch was. Ich habe selbst jahrelang meiner Tätigkeit in Brüssel in der Regionalpolitik zugebracht und immerhin sind, ich schaue kurz in meine Unterlagen, 23 Milliarden Euro für 2014 bis 2020 aus den Strukturfonds dem Klimaschutz gewidmet. Und außerdem haben sich die reichen Länder, da gab es sehr viel Kritik auch innerösterreichisch, dazu verpflichtet, 10% der zu versteigernden Emissionshandelszertifikate unter den ärmeren Mitgliedstaaten zu verteilen. Ärmere Mitgliedstaaten sind die, die nach der Definition der Gemeinschaft Bezieher aus dem Kohäsionsfonds sind, also Länder, die unter 90% des BIP der Gemeinschaft liegen.
Damit ende ich aber schon. Die Fachleute sind ja hier. Der Herr Strobel von der Wirtschaftsredaktion des Standards wird Sie durch das Programm führen. Ich muss mich entschuldigen, dass der Kollege der Klimaschutz, der Generaldirektion Klimapolitik, der Herr Zapfel, leider heute nicht bei Ihnen sein kann. Aber dennoch, glaube ich, sind sehr hochrangige Experten hier im Pendel vertreten. Und ich darf Ihnen namens der Europäischen Kommission einen interessanten Nachmittag zu diesem wichtigen Thema wünschen. Dankeschön. Auch im Namen des Rhein-Instituts darf ich Sie ganz herzlich heute hier im Haus der EU begrüßen. Gerhard Machl ist mein Name. Ja, das Rhein-Institut hat sich schon in den vergangenen Jahren wiederholt mit dem Thema Klima und Energie, Energiewende befasst, vor allem mit dem Themenschwerpunkt, wie kann man die Energiewende sozial gerecht gestalten. Heute stehen die neuen EU-Klimaschutzziele und die Herausforderungen, die daraus resultierenden Herausforderungen für die Energiepolitik und darüber hinaus auch für die Gesellschaft, für die Wirtschaft insgesamt im Zentrum. Wie der Herr Solgruber schon gesagt hat, tut sich auf internationaler Ebene einiges. Nicht nur die EU hat also bis 2030 diese neuen Klimaschutzziele beschlossen, auch die USA und China haben angedeutet, haben beschlossen, ihre Engagements auszuweiten. Natürlich muss man das mit Vorsicht genießen, was wirklich rauskommt. Jedenfalls, es kommt Bewegung in die Sache, wenn es darum geht, die große Klimakonferenz in Paris 2015 vorzubereiten. Es freut mich, dass wir sehr hochkarätige Panelisten, Panelistinnen gewinnen konnten. Und diese Panelistinnen kommen von sehr unterschiedlichen Institutionen, Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung, um die Interessensvertretungen zu nennen. Mit Karin Kadenbach haben wir auch eine Abgeordnete zum Europäischen Parlament unter uns. Das Umweltbundesamt ist vertreten, desgleichen die Stiftung Wissenschaft und Politik aus Berlin. Ich darf Sie, die Panelisten, ganz herzlich begrüßen. Herzlich danken möchte ich dem Haus der Europäischen Union, also der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, sowie dem Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich. Es freut uns sehr, dass wir diese Veranstaltungen hier durchführen können. Und es ist ein weiterer Beweis für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Haus der EU und dem Rhein-Institut. Ganz herzlichen Dank auch an die Naturfreunde Internationale, speziell ihren Präsidenten Manfred Pilz. Er hat diese Veranstaltung mitkonzipiert und wird auch dann im zweiten Panel das Wort ergreifen. Danke auch an das EU-Umweltbüro für die Unterstützung der Veranstaltung und danke an all jene Personen am Rhein-Institut, also meiner Kollegin Gerlinde Kurawi, sowie hier im Haus der EU, die für diese Veranstaltung wichtige Arbeit geleistet haben, unter anderem Frau Weingärtner, Frau Stolz und Herr Weber. Dankeschön. Nun darf ich an den Moderator der heutigen Veranstaltung übergeben. Es ist der Günther Strobel vom Standard. Er hat schon mehrmals Veranstaltungen von uns zu diesem Thema moderiert. Er ist Wirtschaftsredakteur beim Standard und befasst sich mit Klima und Energie in der quasi alltäglichen Berichterstattung. Er hat zuletzt mitgewirkt, auch beim Ökostandard, der am Samstag erschienen ist. Danke Ihnen und Ihnen wünsche ich eine interessante und informative Veranstaltung. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Besser könnte man eine Veranstaltung wie diese ja kaum planen. Es war ein Stück Glück dabei, keine Frage, aber sicherlich auch gewissermaßen an weiser Voraussicht,
als man begonnen hat, sich Gedanken zu machen, wie man so eine Veranstaltung und wann man so eine Veranstaltung ansetzen könnte, hat man wahrscheinlich vermutet oder zumindest erhofft, dass im Umfeld wichtige Weichenstellungen von Seiten der EU in Richtung Klima- und Energieziele erfolgen werden. Und tatsächlich, 3 Wochen ist es her, haben sich die 28 Staats- und Regierungschefs der EU auf neue Energie- und Klimaziele geeinigt, die bis 2030 unter anderem vorsehen, dass der Anteil der erneuerbaren Energien auf mindestens 27% steigt, verbindlich auf EU-Ebene. 27% gilt auch für die Energieeffizienz. Also die soll sich bis 2030 um 27% verbessern gegenüber 1990, allerdings unverbindlich. Und das letzte verbindliche Ziel, auf das man sich geeinigt hat, die 40% Reduktion des Treibhausgasausstoßes bis 2030. Sie erinnern sich, jetzt haben wir die 2020-Ziele als jeweils 20% Reduktion Schadstoffausstoß bzw. Verbesserung der Energieeffizienz und Anhebung des erneuerbaren Anteils um 20% bis zum Jahr 2020. Künftig könnte man sagen, die neuen Ziele heißen 27, 27, 40. Sie können auch sagen 40, 27, 27 oder 27, 40, 27. Klar ist, dass die alte Formel griffiger war mit 20, 20, 20 und auch besser merkbar. Aber entscheidend ist im Grunde ja das, was am Ende herauskommt. In einem ersten Block wollen wir abhandeln, versuchen zu eruieren, wie es zu dieser neuen Zielsetzung gekommen ist. Im zweiten Teil, nach der Kaffeepause, dann ein bisschen das Augenmerk darauf richten, was diese neuen Rahmenbedingungen denn heißen für die europäische Energiepolitik und speziell für die österreichische. Mein Name ist Günter Strobel von der Tageszeitung Der Standard. Und wie wir schon gehört haben, unser erster Gastredner ist leider in Brüssel hängen geblieben, verkehrstechnisch Unfall auf dem Autobahnzubringer. Aber freundlicherweise wird uns der Herr Fischer, Severin Fischer von der Forschungsgruppe Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin die Kernelemente sozusagen dieses Gipfelbeschlusses zur Kenntnis bringen. Bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Marschall, lieber Solgruber, lieber Herr Strobel, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Sie entschuldigen, wenn ich ein klein wenig improvisiere. Wie gesagt, ich habe vor 10 Minuten erfahren, dass ich nicht nur kommentieren darf, sondern auch ein bisschen auf die Inhalte dieses Kompromisses eingehe. Das sollte aber kein Problem darstellen. Ich denke, Herr Strobel hat ja die wesentlichen Dinge schon gesagt. Das sind die 3 Zielsetzungen für den Klimaschutz, die erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz. Und dazu gibt es dann noch einige Detailregelungen. Nichtsdestotrotz möchte ich mit Ihnen zunächst einmal kurz beginnen und die Frage stellen, wie kam es überhaupt zu diesem Kompromiss? Was waren sozusagen die Treiber dafür, um dann ein bisschen auf die Inhalte einzugehen und die unterschiedlichen Interpretationsweisen und dann vielleicht nochmal den ein oder anderen Blick in die Folgewirkungen dieses Kompromisses werfen. Nun, zunächst nähern wir uns dem Ende der ersten Dekade integrierter Energie- und Klimapolitik in der Europäischen Union. Grundlage waren die Beschlüsse aus dem Jahr 2007, die bereits genannten 2020-Entscheidungen. Ich glaube, man muss sich vor Augen führen, was der politische Kontext der Jahre damals war. Wir waren kurz vor dem Klimagipfel in Kopenhagen. Es gab eine große Erwartung an einen völkerrechtlichen Vertrag dort vor Ort. Wir hatten im europäischen Integrationsprozess sozusagen ein bisschen das Bedürfnis nach einem neuen Thema, einem Thema, wo man belegen kann, dass Europa einen Mehrwert bringt. Auch das war ein Thema dieser Zeit.
Und schließlich hatten wir neue Mitgliedstaaten in Mittelosteuropa, die zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht ganz in der Praxis intergouvernementaler Entscheidungsfindung drin steckten, sondern in den einen oder anderen Bereichen durchaus auch Zugeständnisse gemacht haben, die sie mit mehr Erfahrung heute vielleicht nicht machen würden. Nun, und seitdem wir mit diesem Rahmen arbeiten bis zum Jahr 2020, haben sich die Entwicklungen in der Europäischen Union doch etwas verschoben. Zum einen hat der internationale Klimaprozess, die Klimaverhandlungen, ein bisschen an Zugkraft verloren. Das war sozusagen die Enttäuschung von Kopenhagen und die Leere sozusagen, die da ein bisschen entstand, was denn international passiert und die Frage auch, welche Rolle Europa dann darin spielen kann. Zum Zweiten haben wir eine Wirtschafts- und Finanzkrise erlebt, die in vielen Mitgliedstaaten doch sehr verheerende Auswirkungen hatte und den Narrativ etwas von der Nachhaltigkeitsdimension stärker hin zu Themen wie Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit verlagert hat. Ja, und schließlich haben wir stärker emanzipierte mittelosteuropäische Mitgliedstaaten in Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, die doch ihre Interessen deutlich stärker artikulieren und bereits in den vergangenen Jahren deutlich gemacht haben, dass es in der Europäischen Union nicht nur darum gehen kann, Treibhausgasemissionen zu mindern und die Erneuerbaren auszubauen, sondern dass auch andere Themen sozusagen vital für ihre Interessen sind. Und vor diesem Hintergrund einer eher zurückhaltenden Gemengelage in der EU hat die Kommission im Januar 2014 ihre Vorschläge als Politik des Machbaren im Prinzip konzipiert, vorgelegt. Und diese Politik des Machbaren bedeutete, man wird nicht mehr genauso weitermachen können wie mit diesen 2020-20-Zielen, sondern also es gibt eben keine 40-40-40-Ziele, sondern es wird in einigen Bereichen gewisse Abstriche geben müssen, um einen Kompromiss zu finden. Entscheidend, um zu verstehen, warum dieser Kompromiss so gefunden wurde, wie er am Ende gefunden wurde, ist zu verstehen, dass die Entscheidung im Europäischen Rat gefallen ist und der Europäische Rat, die Staats- und Regierungschefs vertraglich nach dem Konsensprinzip arbeiten. Das bedeutet quasi im übertragenen Sinne so etwas wie ein Vetorecht oder zumindest ein Einstimmigkeitsgebot unter den Regierungen. Und das kann im Zweifelsfall dazu führen, dass auch die Langsameren in diesem Prozess dann doch die Geschwindigkeit des gesamten Verfahrens bestimmen. Gleichzeitig haben wir eben auch eine gewisse Polarisierung erlebt zwischen den west-nordeuropäischen Staaten, Deutschland mit ambitionierten Zielen, auch Österreich ja mit ambitionierten Forderungen an diesem Prozess, dass die Zahlen möglichst hochgesetzt werden, auch gerade im erneuerbaren Energienbereich, während die mittelosteuropäischen Staaten bis kurz vor Beginn des Europäischen Ratsgipfels noch erklärt haben, dass es nicht unbedingt bei diesem Ratsgipfel zu einem Kompromiss kommen muss. Und wenn ja, dann möge man sich doch auf ein Klimaziel beschränken und die anderen beiden Ziele fallen lassen. Hinzu kommt, dass man argumentiert hat in Mittelosteuropa, dass das Klimaziel wieder stärker an den internationalen Verhandlungsprozess gekoppelt wird. Und das ist auch ein interessantes Argumentationsmuster, denn 2007 waren es sozusagen noch die westeuropäischen Staaten, die gesagt haben, wir müssen uns an den internationalen Prozess anpassen. Das ist sozusagen das Motiv für die Politikgestaltung, die Klimapolitikgestaltung in der EU. Und nun waren es die Mittelosteuropäer, die gesagt haben, na, lass uns doch mal abwarten, was in Paris rauskommt und dann entscheiden wir sozusagen, wie wir unsere Ziele setzen wollen. Und schließlich, und das ist auch nicht zu vernachlässigen, war der Europäische Ratskompromiss ganz wesentlich von der polnischen Innenpolitik gesteuert. Donald Tusk, der bisherige Ministerpräsident in Polen, hat seinen Rücktritt erklärt zugunsten seines neuen Jobs als ständiger Präsident des Europäischen Rates. Wir haben also eine neue polnische Ministerpräsidentin gehabt, die auf ihrer heimischen Wählermarkt einer ja doch sehr klimapolitik-skeptischen Öffentlichkeit ausgesetzt ist und beweisen musste, dass sie Polen in Europa quasi nicht ausverkauft. Also es war vor Beginn der Verhandlungen klar, es muss dabei ein Ergebnis herauskommen, mit der Frau Kopacz wieder zurück nach Warschau fahren kann und dort erklären kann, dass sie polnische Interessen verteidigt hat und dass sie damit sozusagen auch einen Erfolg für die polnische Politik erreicht hat. Gleichzeitig gab es aber auch für die polnische Ministerpräsidentin einen gewissen Druck, einen Kompromiss zu finden. Denn hätte man nicht jetzt
im Oktober einen Kompromiss gefunden, sondern vielleicht erst im März oder Sommer nächsten Jahres wäre das direkt in den polnischen Wahlkampf hineingefallen und dann wäre eine Kompromissfindung noch sehr viel schwerer geworden, als sie es denn letztlich war. Nun, was ist dann am Ende rausgekommen? Was ist sozusagen Gegenstand des Kompromisses? Und ich versuche, die Inhalte ein bisschen mit der Interpretation der Inhalte zu verbinden. Sie verzeihen mir das. Ich glaube, drei klassische Mechanismen europäischer Entscheidungsprozesse sind bei diesem Gipfel zum Tragen gekommen. Der erste ist ein hoher Grad an Ambiguität, also an Vieldeutigkeit in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates. Das zweite ist ein Wiedererstarken des Intergouvernementalismus in Europa, insbesondere in diesem Politikfeld. Also Regierungen nehmen das Heft wieder stärker in die Hand. Und schließlich eine gewisse Fragmentierung oder Regionalisierung der energiepolitischen, klimapolitischen Transformationsanstrengungen in der Europäischen Union. Kommen wir zunächst zum Thema Mehrdeutigkeit, Vieldeutigkeit. Der Kompromiss mit seinen drei Zielsetzungen, dem Klimaziel 40%, den Erneuerbaren 27%, der Energieeffizienz 27% plus dem separaten Strominterkonnektionsziel, also dem Ausbau der Leitungen in Europa, entsprach erstmal in dieser Struktur ja sehr stark den nordwesteuropäischen Forderungen an eine Fortsetzung der Logik, in der sich diese Zielsetzungen befinden. Hinzu kam, dass alle diese Ziele als Mindestziele konzipiert worden sind. Also es soll sozusagen im weiteren Prozess dann dahin gehen, dass man unter Umständen diese Ziele auch noch weiter nach oben setzen kann. Gleichzeitig hat der Europäische Rat aber beschlossen, dass die Implementierung dieser Ziele und damit auch die Verbindlichkeit dieser Ziele eine neue Struktur bekommt. Das Emissionsminderungsziel bleibt gleich, das Erneuerbarenziel allerdings ist künftig nur auf EU-Ebene verbindlich und das bedeutet, es gibt eben nicht wie in der Vergangenheit eine Umsetzung auf nationale Zielsetzungen, sodass jeder Mitgliedstaat rechtsverbindlich gegenüber der europäischen Ebene seine nationalen Ziele erreichen muss und auch beim Energieeffizienzziel ist eine Verbindlichkeit zunächst nicht vorgesehen. Das könnte sich dann unter Umständen im Implementierungsprozess noch weiter finden. Insofern war die Interpretation dieser Zielsetzungen in Mittelosteuropa, in Warschau und anderen Hauptstädten eben eine andere, sondern dort hat man gesagt, es gibt zwar dieses Emissionsminderungsziel, aber der Rest betrifft uns nicht, denn wir müssen sozusagen davon nichts vor umsetzen, dass es eine reine EU-Ebene Unverbindlichkeit dort wird uns sozusagen wenig drohen, wir können unsere nationalen Energiestrategien weiter umsetzen. Die Vieldeutigkeit findet sich auch noch in einem anderen Punkt und das ist eine Revisionsklausel in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates. Dort steht nämlich explizit, nach dem Klimagipfel in Paris wird sich der Europäische Rat nochmal mit diesen Themen auseinandersetzen und diese Zielsetzungen sozusagen evaluieren vor diesem Hintergrund. Auch diese Zielsetzungen kamen von beiden Seiten, also die Revisionsklausel kam von beiden Seiten. Denn die einen haben gesagt, na gut, das ist ein Mindestziel, wir können sozusagen weiter raufgehen. Aber aus Mittelosteuropa kam auch ganz klar die Ansage, na ja, wenn Paris keine Ergebnisse bringt, dann müssen wir uns das im Lichte des Klimagipfels in Paris schon nochmal anschauen. Und dann würde das bedeuten, und das hat man dann auch wieder innenpolitisch kommuniziert, dann würde das bedeuten, dass diese 40% zumindest auch durchaus nochmal vor diesem Hintergrund hinterfragt werden können. Also Sie sehen, es steckt in diesem Kompromiss eine gewisse Vieldeutigkeit, die man unterschiedlich interpretieren kann und wo man sicherlich in den kommenden Jahren nochmal auf das Thema zurückkommen wird. Das zweite Thema oder die zweite Interpretation ist eine Stärkung des Intergouvernementalismus, also der Bedeutung nationaler Regierungsentscheidungen in diesem Kontext. Wie ich ja bereits erwähnt habe, gab es vor dem Gipfel große Meinungsunterschiede, wie dieser Kompromiss aussehen soll, wie man das sozusagen am Ende doch noch zusammenbringt. Das ist ja für alle auch immer ein Gesichtsverlust, wenn man in einem Politikfeld gewissermaßen Rückschritte macht und keine Ziele mehr setzt. Dennoch hat sich der Europäische Rat vorbehalten, künftig sämtliche Regelungen dort auf Ebene des Europäischen Rates zu bearbeiten. Dort steht explizit Weiterentwicklung des Emissionshandels, Weiterentwicklung der Ziele in den Nicht-Emissionshandelssektoren, Weiterentwicklung der Energieeffizienz und auch das Interkonnektionsziel werden künftig vom Europäischen Rat, in Anführungszeichen unter Einstimmigkeitsgebot, weiter entschieden.
Frau Kadenbach wird sicherlich nachher sagen, das entspricht nicht den Verträgen. Und da hat sie auch vollkommen recht, das steht so nicht in den Verträgen. Der Europäische Rat gibt nur strategische Leitlinien vor für die Politik. Doch in der politischen Praxis kann man sich schon die Frage stellen, wie entscheiden denn die Minister im Ministerrat am Ende, wenn die Staats- und Regierungschefs vorher gesagt haben, das wird künftig nur noch einstimmig entschieden und wir machen das sozusagen auf der Ebene des Europäischen Rates. Dieser Vorbehalt sozusagen sichert auch nach Mittel- und Osteuropa ab, dass man nicht im sozusagen Nachgang zu diesem Kompromiss zukünftig weiter Entscheidungen fällt, die gegen das eigene Interesse verstoßen und diese dann am Ende mit einer qualifizierten Mehrheit im Ministerrat durchsetzen könnte. Gleichzeitig haben sich aber nicht nur die tendenziell etwas langsameren im Transformationsprozess zusichern lassen, dass sie künftig eigenständiger in diesem Politikfeld agieren können, sondern auch Deutschland und andere Mitgliedstaaten haben explizit in den Schlussfolgerungen stehen lassen, dass sie auch ambitioniertere Ziele setzen können, dass sie sozusagen über das, was in Europa beschlossen wurde, hinausgehen können und sich nicht, wie in der Vergangenheit von einem Wettbewerbsverfahren der Kommission oder ähnlichen Dingen in ihrem Transformationsantrieb bremsen lassen wollen. Dritter Punkt, Fragmentierung oder Regionalisierung der Klimapolitik. Der Kompromiss sieht nicht nur diese Zielsetzungen vor, sondern sieht auch eine umfangreiche Umverteilung von Mitteln über den Emissionshandel insbesondere vor. 12% der Zertifikate in der nächsten Phase 2020 bis 2030 werden umverteilt von den reicheren Staaten zu den ärmeren Staaten. Und nicht nur, dass man hier sozusagen den finanziellen Fluss hat, sondern auch hat man weiterhin Ausnahmeregelungen, insbesondere im Stromsektor in den mittelosteuropäischen Staaten. 40% können dort künftig weiterhin frei zugeteilt werden. Und wenn man diese beiden Komponenten zusammennimmt, einen starken Mittelzufluss, mit dem zusätzliche Kosten kompensiert werden können, plus eine Ausnahmeregelung für die Versteigerung in diesen Mitgliedstaaten, kann man tatsächlich die Interpretation anlegen, dass das in Zukunft zu einer Transformation der zwei Geschwindigkeiten in Europa führen wird. Der Kompromiss lautet dann in diesem Bereich sozusagen, ihr geht mit, ihr stimmt diesen Zielen zu, dafür müsst ihr nicht so schnell transformieren, wie wir in Westeuropa, in Nordeuropa und können unsere Ziele sozusagen auch für den internationalen Prozess weiter fortsetzen. Dass das natürlich auch von den politischen Entscheidungen in den mittelosteuropäischen Staaten abhängt, sei an dieser Stelle dahingestellt. Da kann es natürlich sein, dass es Veränderungen gibt, aber so wie wir die Klimapolitik, die EU-Klimapolitik in den vergangenen Jahren erlebt haben, war sozusagen der Anspruch, auch dort in Mittelosteuropa zu transformieren, noch nicht wahnsinnig hoch. Was bedeuten diese Beschlüsse für den Implementierungsprozess? Was sind die großen Themen? Erstens wird es in den kommenden Monaten und Jahren natürlich um eine Reform des Emissionshandels gehen. Wir müssen nicht nur die neuen Zielsetzungen, künftig muss der Emissionshandel statt der 21% bis 2020 43%, also den größeren Teil der CO2-Minderungsleistung, erbringen. Das ist ein großes Thema, aber es gibt noch ein zweites und das ist das Thema strukturelle Reform des Emissionshandels und Einführung einer Marktstabilitätsreserve, um den Preis im Emissionshandel wieder höher zu heben und daraus wirklich auch ein Transformationsinstrument zu machen. Und nun kommen Sie sozusagen zur ersten Debatte wieder, denn auch hier haben wir den Europäischen Rat, Einstimmigkeitsgebot, dort steht zwar in den Schlussfolgerungen, es wird künftig ein Marktstabilitätsinstrument geben, aber auf Grundlage der Vorschläge der Kommission. Und die Vorschläge der Kommission sehen eben vor, dieses Instrument erst 2021 einzuführen. Deutschland, Großbritannien, Frankreich, einige andere Mitgliedstaaten preschen derzeit vor und sagen, 2017 muss das eigentlich kommen, um bereits frühzeitig hier Maßnahmen ergreifen zu können. Und da sehen wir das erste Mal, dass es hier sozusagen schon an ein Nachverhandeln dieses Kompromisses kommen könnte. Das zweite große Thema neben Emissionshandel sind die Nicht-Emissionshandelssektoren, also Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, wo auch hier die in der Vergangenheit es nationale Zielsetzungen gab, um diese 10% zu erreichen. Und das soll auch künftig so fortgesetzt werden. Die nun zu leistenden 30% müssen auch über nationale Zielsetzungen erreicht werden.
Und hier muss die Aufteilung dieser Zielsetzung sozusagen noch erfolgen. Und das wird auch ein sehr schwieriger Prozess. Dort haben die Mitgliedstaaten ihre eigenen Vorstellungen, wie das sein aussehen könnte. Und die Indikatoren dafür sozusagen in den Ratsschlussfolgerungen ja, sind zumindest noch nicht so, dass man daraus direkt Zahlen ableiten könnte, sondern da gibt es noch einen, ja, einen Interpretationsbedarf. Schließlich, das dritte große Thema, das in der Implementierung ansteht, ist die Frage, wie geht man künftig mit einem zu entwickelnden Governance-Mechanismus um? Denn auch das ist Ergebnis der Schlussfolgerung des Europäischen Rates. Wenn wir im Bereich der erneuerbaren Energien keine nationalen verbindlichen Zielsetzungen mehr haben, dann muss etwas kommen, was das sozusagen ersetzt. Und das soll künftig ein Governance-Mechanismus sein, von dem allerdings bei weitem noch nicht klar ist, was der denn eigentlich beinhalten soll und vor allem auch, wie verbindlich er ausgestaltet werden soll, inwiefern er also die Mitgliedstaaten verbindet. Ideen sind Anleihen aus dem europäischen Semester, wo man sozusagen eine Prüfung nationaler Pläne vorlegt. Wir haben in der Vergangenheit Erfahrungen mit der offenen Methode der Koordinierung, die auch ihre, sagen wir mal, Schwachstellen hatte. Und ob das dann am Ende tatsächlich noch zu einer Veränderung führen wird, das sei also mal dahingestellt. Letzter Punkt, was bedeutet das für ja, die Transformationspläne, die Energiewenden in Deutschland, in Österreich, in anderen Mitgliedstaaten. Nun, man kann, glaube ich, zwei Lesarten anlegen. Die eine ist sozusagen eine positive, in der man sagen kann, nun, wir haben jetzt auf europäischer Ebene mehr Freiheiten, wir können sozusagen mehr nationale Ziele setzen. In Deutschland gibt es gerade eine sehr lebendige Diskussion über die Erreichbarkeit des nationalen Klimaziels. Die ist sozusagen auch nur in dem Kontext zu sehen, wenn man sagt, Europa macht eigentlich weniger Klimapolitik, deswegen müssen wir national machen. Die negative oder skeptische Sichtweise hingegen oder Lesart ist, dass wir eine Renationalisierung von Energie- und Klimapolitiken bekommen und die in der Folge zu einem stärkeren Auseinanderdriften der Mitgliedstaaten führen könnte. Das hätte zur Folge, dass künftig mehr Themen bilateral, multilateral gelöst werden müssen in regionalen Gruppen. Sie kennen in Österreich natürlich die Diskussion mit den tschechischen Kollegen über Stromlieferungen und Atomkraftwerke. In Deutschland haben wir eine sehr lebendige Diskussion über Ringflüsse aus Norddeutschland über Polen und Tschechien nach Süddeutschland. Das sind also Themen, die man eigentlich in einem europäischen Kontext lösen könnte. Wenn man allerdings davon ausgeht, dass das hier sozusagen ein stärkerer Rückzug aufs Nationale ist, dann werden diese Themen künftig auch wieder stärker bilateral gelöst werden müssen. Zweitens haben wir letztlich nur noch den Emissionshandel und den Energiebinnenmarkt als die eigentlich genuin harmonisierten europäischen Politikbereiche. Man sieht, in der erneuerbaren Politik gibt es ein Auseinanderdriften, die Energieeffizienzpolitik wird vermutlich weniger verbindlich sein künftig und die Frage ist, wie wir in diesen beiden Themenbereichen sozusagen weiter voranschreiten können und ob es hier tatsächlich noch möglich ist, ein europäisches Motiv sozusagen zu finden, ob es die Gemeinsamkeiten hier auch in Zukunft noch geben wird. Und schließlich die allerletzte Konsequenz meiner Meinung nach aus diesem Prozess ist die Frage, wie kann man die Attraktivität nationaler Konzepte in Europa wieder steigern. Es wird darum gehen, neue Konzepte zu entwickeln, die jenseits dieser, wir brechen europäische Ziele auf nationale Ziele runter und verpflichten uns sozusagen gegenseitig. Ich glaube, dieser Politikmodus stößt gerade so ein bisschen an seine Grenzen. Und jetzt ist die Frage, was kann das kompensieren? Und da gibt es ja durchaus schon Überlegungen, beispielsweise, wie kann man Transfers über den europäischen Haushalt gewährleisten, auch eine Öffnung der erneuerbaren Fördersysteme und damit sozusagen einen stärker marktgetriebenen Ausbau der Erneuerbaren über Gesamteuropa hinweg, werden vermutlich Themen sein, mit denen man versuchen kann, das, was in diesem Kompromiss sozusagen nicht gelungen ist, zu kompensieren. Dabei will ich es belassen. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Trennschärfe zwischen Interpretationen und Inhalten raushören können und ich freue mich sehr auf die Diskussion. Dankeschön, Herr Fischer. Nehmen Sie Platz. Danke auch für Ihre Doppelrolle, einerseits als Präsentator der Gipfelergebnisse, andererseits als Kommentator derselben. Ich freue mich jetzt auf Karin Kadenbach,
die uns eine Innensicht geben wird, wie diese Zielfindung im EU-Parlament vor sich gegangen ist. Sie ist Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2009, ist für die SPÖ dort und Mitglied unter anderem im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, darüber hinaus stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie im Haushaltskontrollausschuss. Bitte um Ihre Ausführungen. Ja, ein herzliches guten Tag auch von meiner Seite. Es ist mir eine große Freude, heute diesen Nachmittag mit Ihnen begehen zu können, weil ich als Abgeordnete zum Europäischen Parlament genau in den Bereichen, wie der Herr Strobl jetzt angeführt hat, tätig bin und ich meine Aufgabe wirklich als Volksvertreterin verstehe. Und nach wie vor, darf ich Ihnen sagen, ist in Wirklichkeit das Lobbying des gemeinen Bürgers, der gemeinen Bürgerin wahrscheinlich immer noch das Schwächste im Europäischen Parlament. Und darum freue ich mich, dass wir heute diese Möglichkeit zum Austausch haben. Ich werde daher meine Ausführungen jetzt auch relativ kurz halten. Ich glaube, technisch, um was es geht, die Klimaschutzziele und ja auch im Zusammenhang mit der zukünftigen Energiepolitik Europas sind ja schon exzellent ausgeführt worden. Ich darf ganz herzliches Dankeschön an die Vorredner sagen. Ich glaube, es hat ein sehr schönes, umfassendes Bild gegeben. Und in Wirklichkeit schaut es im Europäischen Parlament in der Meinungsfindung und der Entstehung der Positionen nicht viel anders aus. Wir sind als 751 Abgeordnete, sowohl in der vorhergehenden Periode wie auch jetzt, eine Mischung aus den Vertreterinnen und Vertretern der diversen Mitgliedstaaten, repräsentieren für diese Mitgliedstaaten natürlich die unterschiedlichen politischen Gruppierungen in den Mitgliedstaaten und versuchen auf europäischer Ebene durch die Bildung von Fraktionen hier einen größeren Bogen für die politische Repräsentanz zu finden. Das birgt aber in sich, und ich möchte einfach mit der Arbeit in der Fraktion beginnen, dass wir schon dort bei der Standortfindung innerhalb unserer politischen Gruppierung nicht immer eins sind. Und wenn ich das auf Österreich aufs Kleine herunterbrechen kann, Sie können sich sicher vorstellen, einen Parteikonvent, eine Arbeitsgruppe innerhalb einer beliebigen Parteigruppierung in Österreich, wo auch da die Interessen des Burgenlands sich mit den Interessen von Wien oder Vorarlberg nicht immer hundertprozentig auch innerhalb einer politischen Familie decken. Wenn wir das jetzt ein bisschen auf die weitere Ebene der Europäischen Union heben und als Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion haben wir im Moment so um die 190 Mitglieder aus allen Mitgliedstaaten. Das heißt, wir versuchen einmal in der Fraktion zu diesem Grundthema eine Position zu finden, wo sich die meisten Repräsentantinnen unserer Fraktion wiederfinden. Dann gibt es natürlich die Fachgruppierungen, das heißt, wir haben auch eine interfraktionelle Arbeitsgruppe für den Energiebereich, für den Umweltschutz, für diesen ganzen Bereich, den wir verkürzt ENVI nennen, den Ausschuss für Umwelt, Nahrungsmittelsicherheit und öffentliche Gesundheit. Und da sieht man schon, dass alleine hier in dieser Kombination sehr viel ineinander spielt, weil viele Bereiche des Klimaschutzes natürlich unweigerlich auch Auswirkungen auf die Agrarpolitik, auf die Gesundheitspolitik etc. haben. Das heißt, alleine von diesen unterschiedlichen Zugängen haben wir unterschiedliche Positionen und da gibt es einmal einen ersten Austausch von Positionierungen. Wir haben innerhalb der Fraktion, und auf das war ich sehr stolz, sehr ambitionierte Ziele gehabt. Das heißt, unser Klimareduktionsziel hat sich bei 50, das CO2-Reduktionsziel hat sich bei 50% bewegt und auch die erneuerbaren Energien und Effizienz war innerhalb der sozialdemokratischen Fraktion bei 40%. Das auch in harten Diskussionen, sage ich jetzt einmal, mit jenen Mitgliedstaaten, die heute schon zu Recht, sage ich jetzt einmal, als nicht so große Befürworter von strengen und vor allem verbindlichen Zielen gesehen worden sind. Wir haben es dann auch im entsprechenden Ausschuss reduzieren müssen, diese Ziele, nämlich die Ambitionen reduzieren. Und haben dann uns bemüht, im Parlament für diese doch ambitionierten, weil nämlich verbindlichen Ziele Partnerinnen und Partner zu finden. Und ich darf Ihnen sagen, das ist so ungefähr der spannendste Teil
der Arbeit, wenn wir versuchen, für diese Positionierungen im Europäischen Parlament eine Mehrheit des gesamten Parlaments zu erreichen. Denn nur wenn wir diese Beschlussfassungen, diese Resolutionen, diese Initiativanträge mit starken Mehrheiten beschließen, haben wir auch eine starke Verhandlungsposition einerseits gegenüber dem Rat oder der Kommission, wie auch gegenüber dem Bürger. Wenn Beschlüsse im Parlament gar nicht durchgehen, ist es eine ganz große Niederlage, weil wir ja dann niemanden haben, der in Wirklichkeit legitimiert ist, die Position des Parlaments zu vertreten. Das heißt, wie Sie sich vorstellen können, ist das im Vorfeld schon sehr viel Kompromissfindung. Und es wird wahrscheinlich kaum Situationen geben, egal ob es um die Klimaziele generell geht, aber auch in allen anderen Bereichen, wo irgendein Abgeordneter hinausgehen kann und sagen kann, ich habe alles erreicht, sondern es wird immer ein Abwägen der Möglichkeiten sein. Auch in meiner politischen Familie, wir haben heute schon die Föst angesprochen gehört, es geht natürlich auf der einen Seite um die Situation des Hier und Jetzt und es geht aber gerade im Bereich Klimaschutz, Umweltschutz auch um die Zukunft. Das heißt, es gilt auch hier diese Abwägung zu schaffen, wie stark, wie streng, wie schnell werden Regelungen eingeführt, welche Auswirkungen haben sie auf die regionalen Arbeitsmärkte, welche Auswirkungen haben sie auf die Bürokratie jetzt. Weil das ist das, was politisch nämlich vor Ort in den nächsten Wochen und Monaten, manchmal Jahren umgesetzt werden muss. Und daher haben wir in vielen Bereichen auch eine andere Verantwortung als die Mitglieder des Rates. Ich sehe das Parlament und ich kann wahrscheinlich nicht für alle Mitglieder sprechen, aber ganz generell, dass unsere Positionierungen meistens solche sind, die vielleicht doch einen weiteren Horizont haben. Wir reden von Zielen von 2030, 2050, noch weiter hinaus. Und es ist auch eine Spur einfacher, weil wir einfach andere auch Zusammensetzungen und Entscheidungsfindungen in der Öffentlichkeit haben, nationale Parlamente, regionale Parlamente, die kurz vor einer Wahl stehen, sehen manche Positionen vielleicht mit einer doch die kurzfristigen Wirkungen im Vordergrund und daher fürchte ich auch, dass wir generell im Moment eine Entwicklung auf europäischer Ebene haben, wo sich die Ambitionen immer nur auf den nächsten Wahlgang und auf den nächsten auf die nächste Prüfstein in der Entwicklung eines Mitgliedstaates sehen. Wir haben ausgeführt gehört, wie die Entscheidungen im Rat von den polnischen Wahlen beeinflusst waren. Wir wissen im Bereich der Finanzmarktkontrolle, dass damals die Wahl zum Deutschen Bundestag nicht unentscheidend war. Und so unter diesen Präambeln müssen wir die Entwicklung auf europäischer Ebene immer sehen. Und darum tut es mir oft leid, wenn ich mit sehr, sehr ambitionierten Umweltschützern diskutiere, die von uns erwarten, wenn ich sage, ja, ich setze mich für den Klimaschutz ein, ich bin eine, die gerne ein Reduktionsziel bei den CO2-Emissionen von 50% hat, weil ich bin in erster Linie Gesundheitspolitikerin, Umweltpolitikerin, ich will den künftigen Generationen nämlich einen Planeten hinterlassen, auf dem ein Leben, das unserem jetzt heute zumindest von der Qualität her ähnlich ist, hinterlassen. Warum macht ihr das nicht gleich? Ja, weil alles, was auf europäischer Ebene stattfindet, nur dann stattfindet, wenn es eine Mehrheit gefunden hat. Das heißt, ich kann natürlich in jede Diskussion mit Ambitionen und Vorstellungen hineingehen, von denen ich mit großer Wahrscheinlichkeit erwarten kann, dass sie nicht angenommen werden, dann werde ich gar nichts erreichen. Und das ist, glaube ich, der ganz große Prozess, der in der Meinungsbildung zu wenig kommuniziert wird. Dass Kompromisse erreichen das Ziel der europäischen Politik ist. Es wird kein nur schwarz oder nur weiß geben können. Und ich glaube, das Ziel muss sein, diese Kompromisse so zu gestalten, dass wir so viel wie möglich in unseren Ambitionen, nämlich die Luft sauber zu halten, die Erde sauber zu halten, ein sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, für die Zukunft sichern, aber gleichzeitig darauf Bedacht nehmen, wie es den Menschen, die jetzt arbeiten, die die Politik jetzt umsetzen müssen, dabei ergeht. Und dieser Spagat ist, glaube ich, die ganz große Aufgabe, die wir gemeinsam mit Ihnen umsetzen wollen. Klimapolitik ist für mich gesagt bei der und Energiepolitik in Wirklichkeit ein Herzstück der Europäischen Union. Wenn wir hier nicht schnell und ambitioniert agieren, werden uns geregelte Finanzmärkte nichts mehr helfen, weil ein geregelter Finanzmarkt, der dafür sorgt, dass es
nicht, der kann nicht dafür sorgen, dass das Wasser sauber bleibt, der kann nicht dafür sorgen, dass die Luft sauber bleibt und der kann auch nicht für genug gesunde Lebensmittel sorgen. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass auf europäischer Ebene der ganze Bereich Umwelt sehr weit in den Hintergrund getreten ist. Wenn wir uns Umfragen vom Eurobarometer hernehmen von vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, es hat kaum eine Umfrage, egal ob auf europäischer Ebene oder regionaler, nationaler Ebene gegeben, wo bei den wichtigen Themen nicht immer die Umwelt ganz vorne war. Erster, zweiter Platz. In der Zwischenzeit haben wir eine Situation in den größten Teilen Europas, wo das entscheidende Thema die Frage des Arbeitsplatzes ist. Und der Bereich Umwelt ist meiner Meinung nach vollkommen vernachlässigt in der öffentlichen Kommunikation und ist daher auch im Empfinden der Menschen sehr weit auf diesen Prioritätenlisten zurückgewandert. Und das ist ein Erfolg, unter Anführungszeichen, nämlich ein negativer Erfolg der jahrelangen Propaganda. Und das ist heute in der ersten Wortmeldung schon gekommen. Es wurde immer wieder so kommuniziert, als würde Umweltpolitik zu Lasten der Arbeitsplätze gehen, als würde eine Korrektur unseres Klimawandels zu Lasten der Arbeitsplätze gehen, als würden verbesserte und schärfere Gesetze in dem Bereich zu Lasten des Arbeitsmarktes gehen. Meiner Meinung nach eine ehrliche Diskussion in dem Bereich müsste heißen, es möge zu Lasten mancher traditioneller Sektoren geben. Ja. So ist es, das ist der Wandel der Zeit. Aber wir könnten ganz, ganz viele, und die Zahlen sind heute auch schon genannt worden, neue Arbeitsplätze im Bereich der Green Economy, der Green Jobs erreichen. Ich war Berichterstatterin für den Initiativantrag des Europäischen Parlaments zum Ökodesign. Wir wollen neue Methoden auch finden, wie wir Energie effizienter verwenden. Und das, was ich in der europäischen und vor allem in der österreichischen Berichterstattung zu den Themen gehört habe, ist in Wirklichkeit etwas, worüber ich mich tagtäglich geärgert habe, ist, wenn man nur mehr redet von den Duschköpfen, von den Kaffeemaschinen auf Standby-Funktion oder von den Staubsaugern, die durch die Europäische Union umgebracht werden sollten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen dazu beitragen, dass Energie effizient eingesetzt wird, dass wir dem Klimawandel etwas entgegenhalten und dabei auch zu einer Win-Win-Situation für den Konsumenten führen. Weil wenn ich die gleiche Leistung beim Staubsauger habe wie früher, aber dafür weniger Energie brauche, haben wir alles was davon. Das sind so meine Ambitionen im Europäischen Parlament. Wir stehen dann noch gerne zur Diskussion zur Verfügung. Ich sage danke und ich darf Sie als Vertreterinnen, als Vertreter der Österreicherinnen, der Österreicher ersuchen, von dem Lobbying bei den Abgeordneten Gebrauch zu machen. Ich habe auch ein offenes Ohr für die Wirtschaft, ich habe ein offenes Ohr für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ein offenes Ohr für Umweltorganisationen, weil ich glaube, nur aus dem Zusammenspiel dieser vielen, häufig sehr unterschiedlichen und oftmals auch divergierenden Positionen wir Kompromisse erreichen können, die lebensfähig sind, die wir in den Mitgliedstaaten dann auch umsetzen. Ambitionierte Ziele, die im Endeffekt nicht mit Leben erfüllt werden, ambitionierte Ziele, wo jeder glaubt, sie sind nur unverbindlich, bringen uns nichts. Das heißt, wir brauchen verbindliche Ziele, die umgesetzt werden, die kontrolliert werden. Nur dann werden wir gemeinsam erfolgreich sein. Danke. Dankeschön, Frau Kadenbach. Also Leidensfähigkeit und eine große Portion Kompromissfähigkeit sind notwendig in Brüssel. In Österreich ist das wahrscheinlich nicht gravierend anders. Herr Karl Kienzl, stellvertretender Geschäftsführer des Umweltbundesamtes, Leiter des Bereiches Strategie, ist als Nächster an der Reihe. Er hat Biologie studiert und Psychologie in Wien. Bitte um Ihre Ausführungen. Wie schaut das runtergebrochen auf Österreich aus? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das Umweltbundesamt ist sicher die größte Experteneinrichtung für alle Umweltfragen in Österreich und als ausgegliederte GmbH sind wir immer mehr bestrebt, international aktiv zu sein und dürfen da viel auch für die Europäische Kommission arbeiten, für die Europäische Umweltagentur. Und ich bin nach diesen 2 Referaten jetzt wieder einmal so glücklich, Experte sein zu dürfen und mich auf Expertise zurückziehen zu dürfen. Andererseits natürlich auch zu sagen, was aus Sicht der Experten, der Expertise erforderlich und notwendig ist.
Denn das, was halt Politik und was Diplomatie leisten muss und leisten können muss, das haben wir gerade gehört. Und da habe ich einiges an Vorlage bekommen, jetzt auch für mein Referat. Frau Kaltenbach hat schon erwähnt, dass es Umfragen gibt und die sagen immer wieder, ja, wo ist denn die Umwelt? Wozu machen wir denn das Ganze jetzt mit diesen Reduktion der Treibhausgase, Energieeffizienz und erneuerbare Energie? Da möchte ich kurz zum einen auf die Berichte der IPCC zurückkommen. Da haben wir eben jetzt den 5. Sachstandsbericht bekommen und seit einem Monat etwa haben wir einen eigenen österreichischen Bericht, um zu sagen, was heißt denn Klimawandel in Österreich? Das ist nur die Zusammenfassung für Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. Der tatsächliche Bericht hat mehr als 1000 Seiten und zeigt sehr deutlich und sehr klar, wie notwendig es ist, dass wir Treibhausgase reduzieren, dass wir aber auch Klimawandelanpassung betreiben. Und das gerade in Österreich. Die Erhöhung der durchschnittlichen Temperatur, der Jahrestemperatur ist im alpinen Bereich, also in Österreich, gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter um mittlerweile plus 2 Grad, um 2 Grad gestiegen. Global gesehen nur um 0,85, nur um 0,85. Aber das zeigt, der alpine Bereich, und das trifft die Schweiz hier auch sehr stark, leider ist die Schweiz da noch nicht in der EU, die wären in so manchen Bereichen da wirklich gute Mitkämpfer, im alpinen Bereich haben wir noch einmal wirklich, wirkliche Probleme. Ist die Klimaveränderung eine viel, viel größere. Und als zweites habe ich Ihnen hier gezeigt, man sieht es in der Mitte vielleicht nicht so deutlich, den Jahresbericht zu globalen Risiken. Und da oben ist der Klimawandel. Hier ist die Wahrscheinlichkeit eingetragen, wie wahrscheinlich ist es, dass es eintritt und wie hoch ist das Risiko. Das ist keine Greenpeace-Studie, das ist nicht von irgendwelchen Umweltorganisationen, das ist vom Weltwirtschaftsforum. Das ist vom letzten Jahresbericht des Weltwirtschaftsforums. Und das zeigt die Wirtschaftskrise, das ist das blaue Links davon, die ist nicht so wahrscheinlich wie der Klimawandel, sagt das Weltwirtschaftsforum. Die Auswirkungen sind sogar noch ein bisschen höher. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Arbeitslosigkeit uns ein Problem macht, das ist dieses Dreieck da. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar ein bisschen höher als der Klimawandel, hat aber dann nicht so große Auswirkungen gemäß Weltwirtschaftsforum. Wir können dann die Grafiken auch sehr gerne zur Verfügung stellen. Es ist leider zu hell, als dass man diese einzelnen Dreiecke klarer sehen kann. Aber jedenfalls der Punkt ist, das Weltwirtschaftsforum sagt, wir haben da wirklich ein großes Risiko vor uns. Und jetzt die Zahlen noch einmal, die schon beim Referat von Fischer da uns gezeigt worden sind. Danke. Diese grüne durchgezogene Linie zeigt, wie denn die Treibhausgasemissionen in den letzten eineinhalb Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten fast schon stattgefunden haben. Und die Höhe ist die Aufsummierung all der einzelnen Bereiche. Und Sie sehen hier, die roten Dreiecke sind die Nicht-Emissionshandelsbetriebe, die Emissionshandelsbetriebe, und die blauen, die Non-ETS-Betriebe. Fischer hat uns schon all diese Zahlen auch gezeigt. Für das ehemalige 2020-Ziel hätte das geheißen, diese minus 10% für Non-ETS und minus 21% für die ETS-Bereiche. Und wenn wir jetzt auf das 40-20, also auf das Ziel minus 40% Treibhausgase hingehen, heißt das für die Non-ETS diese minus 30% und für die ETS diese minus 43%. Diese blaue Linie, diese blaue Linie, die Sie hier sehen,
hier diese durchgezogene blaue Linie, sagt, wenn wir die bereits beschlossenen die Maßnahmen des Klima- und Energiepaketes durchführen, kommen wir zu einer Reduktion von minus 44% bis zum Jahr 2050. Vielen Dank. Okay, gut. Jetzt gibt es die große Diskussion, wenn wir weltweit die Erhöhung der Jahrestemperatur von nicht mehr als plus 2 Grad nicht überschreiten wollen, brauchen wir bis zum Jahr 2050 eine Reduktion um 80%. Also, dann wären wir hier. Das ist der Pfad, den wir gehen müssten, wenn wir die 2-Grad-Erhöhung nicht überschreiten wollen würden. Dann müssten wir zu diesen minus 80% der Treibhausgase kommen. Wenn wir die jetzigen Ziele von 40, 27, 27 nehmen, dann kämen wir auf diesen Pfad und hinuntergehen bis zu diesen minus 80% wäre dann eine riesige Herausforderung, und zwar eine riesige Herausforderung auch natürlich für den Emissionshandel. Und Sie haben es ja erwähnt, wie wichtig es jetzt ist, dass wir neue Regeln für den Emissionshandel bekommen. Und da werde ich dann in einer der übernächsten Grafiken noch zeigen, wo wir denn da wirklich drehen können und drehen müssen, wie das denn auch mit dem Zertifikatepreis zusammenhängt und in welchen Bereichen wir aktiv sein müssen. Diesen Vorschlag der EU-Kommission haben wir im Jänner dieses Jahres gehabt, und da waren diese minus 40% Treibhausgase, aber eben verbindlich die minus 27% und bei der Effizienz diese minus 30%. Wir hatten, und ich glaube, in diesem Kreis ist es kein Geheimnis, wenn ich das verrate, innerhalb von Österreich wirklich, wirklich, wirklich schwierige Verhandlungen, um die Position Österreichs zu bekommen. Das heißt auch, dass Österreich sich leider in der Diskussion innerhalb von Brüssel im Vorfeld nicht sehr stark zu Wort melden konnte, weil wir noch nicht eine eigene Position hatten. Und die Visegrad-Staaten, also Polen, haben Sie schon genannt an erster Stelle, und die anderen Visegrad-Staaten sind da Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Die haben da ganz, ganz stark opponiert, und das sehr kräftig, wirklich sehr kräftig, sodass dieser diplomatische Kompromiss zustande gekommen ist von 40, 27, 27, wobei die Erneuerbare verbindlich sind und die Energieeffizienz nicht verbindlich ist. Wo können wir jetzt drehen? Was heißt das jetzt für die einzelnen Bereiche? Das ist die Grafik, die ich Ihnen versprochen habe. Wir haben uns hergenommen die Publikationen der Europäischen Kommission und haben uns angesehen, welche CO2-Preise, das stammt noch von der Kommission, welche CO2-Preise wären gegeben bei den einzelnen Szenarien. Und hier in dieser ersten Spalte sehen Sie, wenn wir diese minus 40% der Treibhausgase haben, aber keine verbindlichen Energieeffizienzziele, die sind etwa mit 25% Energieeffizienz gerechnet, dann heißt das, die Energieerzeuger haben hier noch ein wirklich gutes Stück zu tun. Die Industrie ebenfalls nicht so stark und die Haushalte relativ viel. Das steigert sich immer wieder. Warum sind die Haushalte da so wichtig? Das ist der Bereich, wo wir Raumwärme benötigen, wo wir auch Kühlung benötigen, überhaupt bei dieser Tendenz, dass immer mehr Leute in die Städte ziehen. Das ist eine europaweite Tendenz. Da haben wir jetzt schon 70% der Bevölkerung in den Städten. Und natürlich die
Altbauten, die wir viel in den Städten haben, sind hier nicht so energieeffizient, wie wir das wirklich benötigten. Auch all die, Frau Kaldenbach hat schon genannt, elektrische Haushaltsgeräte, da ist wirklich viel zu holen. Heißt natürlich auch wieder, dass es jene belastet, die hier umrüsten müssen, die hier was Neues kaufen müssen etc. Aber in den Haushalten ist hier wirklich ein wichtiger Faktor gegeben. Dann die Landwirtschaft, die auch in allen Bereichen, das ist das Blaue, hier stark betroffen ist und andere, das ist halt dann, was ich, die F-Gase etc. Das, was sie dazwischen haben, ist der Verkehr. Natürlich ist hier auch der Verkehr wirklich ein großer Verursacher der Treibhausgase, wenn es um die Effizienz und um die Erneuerbaren geht, spielen aber andere Bereiche hier eine größere Rolle, um daran drehen zu können. Wenn wir den jetzigen Preis für eine Tonne CO2 sehen, dann sind wir jetzt bei 5, 6, 7 Euro die Tonne CO2. Wenn dieses -40% Treibhausgasziel ausreichen sollte, müssten wir einen Preis von 40 Euro pro Tonne CO2 erzielen. 40. Das ist also mehr oder weniger sehr unwahrscheinlich bei der Entwicklung, die wir jetzt global sehen haben. Das heißt, wir müssen, wenn wir jetzt den ETS-Handel neu formieren wollen in Europa und wenn wir sagen, na, es reicht nur die -40% europaweit, wir müssen an anderen Rädern auch drehen. Und da wird es für die EU notwendig sein, auch bei den Haushalten zu tun und wird es auch notwendig sein, wieder in die nationalen Regierungen, Verwaltungen zurückzukehren und sie hier auf etwas verpflichten. Wenn wir, und diese zweite Spalte ist jetzt die Energieeffizienz auf 30% bringen, also wenn wir sagen Energieeffizienz auf 30%, so ist das meiste, was wir realistisch erzielen können, in den Haushalten zu holen und auch in der Landwirtschaft, das bedeutet einiges natürlich, insbesondere auch für Österreich, dann würden wir mit einem Preis von 22 Euro pro Tonne CO2 zurande kommen. Wenn wir bei der Energieeffizienz von 30 sind und auch noch 30% erneuerbare Energie einsetzen würden, dann muss man bei den Haushalten ein bisschen weniger tun, auch in der Landwirtschaft. Ja, klar, da wäre halt Biomasse-Nutzung eine relativ große und hohe und müssten insbesondere die Energieerzeuger auch als solches weniger tun. Das heißt, hier zwischen den einzelnen Bereichen wirklich zu switchen und an den Rädern in sehr geschickten Verhandlungen so zu drehen, dass wir mit einem Tonnen CO2-Preis von 11 Euro auskommen würden, was so in eine sehr wahrscheinliche Richtung geht, heißt aber in den nächsten Jahren wirklich hier aktiv zu sein. Ganz rechts die Spalte, die besagt, dass wir -45% Treibhausgase haben, 34% Energieeffizienz und 35% Erneuerbare. Dann wären wir in etwa bei diesem Preis von 14 Euro pro Tonne und müssten am meisten die Energieproduzenten tun. Heißt natürlich auch, dass die Energienutzung abnehmen würde, weil wir wesentlich energieeffizienter sein können. Schlussfolgerung und zusammengefasst aus unserer Sicht, so ist es wirklich sehr gut, dass die EU weiterhin ein Vorreiter bleibt im internationalen Klimaschutzbereich. Auch schon erwähnt wurde USA und China, die beginnen nachzuziehen. Das kann einem natürlich optimistisch stimmen. Wichtig wird, was heißt das jetzt wirklich an den konkreten Zielen, die sich USA und China da geben werden. Ich habe Ihnen den Vergleich gezeigt, was waren denn die Vorschläge der Europäischen Kommission und was ist dann wirklich vom Rat umgesetzt worden. Das heißt, die Kommission bleibt hier ein wesentlicher Trendsetter. Wir werden sehen, ob die Zusammensetzung der neuen Kommission auch dieses Trendsettertum fortsetzen wird. Brauchen werden wir es ganz, ganz bestimmt.
Es gibt, und das haben wir auch schon gehört, natürlich in der EU sehr unterschiedliche Auffassung, was jetzt den Energiemix anbelangt, und dass es kein starkes erneuerbares Ziel gibt, das ist wirklich, wirklich, wirklich aus Expertensicht ganz, ganz schade. Es war halt das zu erreichen, was zu erreichen war. Aber hier zu sehen, was passiert nach Paris, wird ganz, ganz wichtig sein. Wenn da China und USA auch in Paris mitziehen, dann bin ich optimistischer, dass wir hier auch beim erneuerbaren Ziel innerhalb von Europa weiterkommen. Und es ist auch wirklich wichtig, wir setzen ja auch in der Technologie hier wirklich Trends in Europa. Und wir wissen alle, dass es Bemühungen gibt von Konzernen, so auch die Voest, die jetzt ein Werk in Amerika eröffnen wird. Ich erwähne das deshalb, weil vor wenigen Wochen in der Zeit der Generaldirektor Eder ein Interview gegeben hat. Der ist ja jetzt auch Vorsitzender von diesen Weltorganisation für die Stahlproduktion. Da hatten sie vor wenigen Wochen in Moskau ein weltweites Treffen, und er hat gesagt, dort ist wirklich zum ersten Mal wieder auch, was die Stahlproduktion anbelangt, global gesehen diskutiert worden. Und Staaten wie China etwa haben gefragt, wie macht ihr das in Europa, dass ihr hier wirklich zu niedrigeren Emissionswerten kommt? Das heißt, Technologie, Vorreiter in der Umwelttechnologie zu sein und auch Vorzeigewerke zu haben, zahlt sich allalong aus. Auch wenn man dann einmal sagt, naja, und das ist wirtschaftlich so schwierig und dann wandern wir alle aus. Aber wenn man langfristig sieht, dann ist Umwelttechnologie und ist Investition in Umwelttechnologie etwas, was sich auszahlt, auch finanziell wieder. Die anderen Staaten werden es brauchen und werden auf Europa zurückkommen, was uns freut. Es wurde auch schon erwähnt, dass viele Details unklar sind. Wie geht es wirklich weiter mit dem Emissionshandel? Wie ist die Aufteilung auf die Mitgliedstaaten, wird ganz wichtig sein. Also da werden wir erst sehen, ob wir uns zurücklehnen dürfen. Österreich sollte natürlich bestrebt sein, künftig ein stärkerer Player auf europäischer Ebene zu sein. Für Österreich werden die Treibhausgasziele zu erreichen im Nicht-Emissionshandelsbereich nur möglich sein, wenn wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen oder wieder Zertifikate zukaufen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Kienzl. Sie können gleich hier Platz nehmen. Für alle jene, die die Ausführungen noch genau nachvollziehen wollen, weil man sie auch nicht so gut erkennt leider, möchte ich Ihnen sagen, dass es sämtliche Projektionen der Vortragenden auf der Website des Renner-Instituts geben wird, die nächsten Tage, inklusive eines Videozusammenschnitts. So, ich bitte jetzt auch noch den Herrn Fischer zu mir und die Frau Kadenbach, wenn sie da kommt, vielleicht nehmen Sie hier Platz, dann machen wir den Platz frei für die Frau Kadenbach. Ich möchte Ihnen jetzt kurz Gelegenheit geben, noch zu replizieren, der eine auf den anderen, und Ihnen gleichzeitig noch eine Frage mitgeben. Herr Fischer, wenn es in Ihren Händen gelegen hätte, die Ziffern reinzuschreiben zum Anteil erneuerbarer Energien, Erhöhung der Energieeffizienz bzw. Minderung der Treibhausgasemissionen, was hätten Sie denn reingeschrieben? Als Ziel war 2030 mit einer kurzen Begründung. Ja, da bin ich ja sehr froh, dass das nicht zu meinem Arbeitsfeld gehört. Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Man kann sich der wahrscheinlich auf unterschiedliche Arten annähern. Die eine ist zu fragen, was ist denn sozusagen das Business-as-usual-Szenario? Was passiert denn ohnehin auf Grundlage dessen, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, wie sich beispielsweise der Ausbau Erneuerbarer entwickelt? Und da hat die Kommission auch vorgelegt, gesagt, 25% würde in Europa im erneuerbaren Bereich sich entwickeln, ohne dass wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Insofern erscheinen diese 27% wahrscheinlich nicht sonderlich ambitioniert. Aber man, und das habe ich vorhin ja versucht auszuführen, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Mitgliedstaaten unterschiedliche Wege beschreiten, Klimapolitik zu machen. Und die Erneuerbaren sind ja nur ein Weg dazu. Wenn Sie sich Großbritannien und die nationalen Energiestrategien dort ansehen, dann ist das eben ein Mix aus Kernenergie, aus Energieeffizienz und eben auch den erneuerbaren Energien. Und da ist dann die Frage, welche Rolle spielt innerhalb der Klimaschutzpolitik, spielen die Erneuerbaren? Und da gibt es unterschiedliche Antworten, die deutsche, die österreichische, die sehr stark darauf fokussieren, und andere Mitgliedstaaten, die da eben
ein bisschen andere Optionen oder eine gewisse Technologieneutralität bewahren wollen und sagen, das entwickelt der Markt, wie sich der erneuerbaren Ausbau weiterentwickelt. Anmerkungen zu den Ausführungen Ihrer Mitdiskutanten? Nun gut, ich glaube, wir kommen aus unterschiedlichen Branchen. Also mein Job ist Außenpolitikberatung und insofern diskutiere ich mit den deutschen Ministerien, wie man Strategien entwickeln kann, wie man mit anderen Regierungen ins Gespräch kommt, was Optionen sind. Und dann muss man vermutlich davon ausgehen, dass es unterschiedliche Präferenzen gibt und darauf Antworten finden. Und ich glaube, dass der Kompromiss, so wie er jetzt gefasst wurde, insofern schon ganz erfolgreich ist, dass man immerhin sagen kann, wir arbeiten gemeinsam in diesem Politikfeld weiter. Die einen müssen ein bisschen mehr machen, die anderen ein bisschen weniger. Das ist in Europa manchmal so, um das Politikfeld weiter beizubehalten. Aber jeder, der sagt, das ist ein schwacher Kompromiss oder das genügt nicht, der muss dann am Ende auch sagen, was ist denn die Alternative dazu? Also bedeutet das, wir machen wieder national Klimapolitik, wir machen national Transformationspolitik im Energiesektor und ist die Summe dessen, diese 28 nationalen, dann am Ende genauso gut wie vielleicht das, was in Europa nicht ganz so schnell geht, wie man sich das in einigen Mitgliedstaaten wünschen würde. Die Frage auch an Sie, Frau Kadenbach, wollte Ihnen Gelegenheit geben zu replizieren, wenn es notwendig ist, auf die Vorredner, beziehungsweise die Frage, wenn es in Ihren Händen gelegen wäre, die betreffenden Ziffern reinzuschreiben für die Ziele 2030, was hätten Sie denn reingeschrieben? Ja, meine Ziele wären, ich sage jetzt einmal, und das halte ich noch für eine realistische Größenordnung, bei mir wäre es 50-40-40 gewesen und das verbindlich. Ich glaube, dass das machbar gewesen wäre, technisch. Und was bei all diesen Diskussionen einfach immer zu wenig betrachtet wird, ist nämlich, was passiert, wenn wir es nicht tun? Das heißt, wir haben heute gedacht, okay, dann erreichen wir die Ziele nicht, aber es geht ja nicht um die Zielerreichung. Das Ziel ist ja nicht, -40% zu haben, sondern das Ziel ist, dazu beizutragen, dass sich die Erderwärmung nicht weiterentwickelt, weil, und das geht es jetzt, weil dann nicht gesichert ist, dass wir unsere Lebensmittelproduktion, so wie wir sie jetzt kennen, aufrechterhalten können, weil dann weite Teile der Welt, die heute Inseln sind, einfach nicht mehr existieren, weil eine Umwelt, wie wir sie kennen, nicht mehr stattfindet. Wir werden große Wüstengebiete haben, wir werden Überschwemmungen haben und das ist das, was eigentlich diskutiert gehört. Weil das müssen wir erreichen, die -40 nicht oder wir erreichen das nicht. Ja, solange ich nicht vermittle, um was eigentlich das Ziel des Zieles ist. Das Ziel ist nicht die -40, das Ziel ist, die Erde davor zu bewahren, in manchen Bereichen zu vertrocknen, in anderen Bereichen überschwemmt zu sein. Das Ziel ist, das Schmelzen der Gletscher zu verhindern, der Polarkappen. Um das geht's. Und das gehört für mich diskutiert, der Erhalt der Biodiversität. Ob das jetzt mit -50 oder mit -40 erreicht wird, ist mir egal, solange ich dieses Ziel, um was es wirklich geht, nicht aus den Augen verliere. Und ich fürchte, die Diskussion ist in sehr weiten Bereichen eine sehr abstrakte und darum haben wir wahrscheinlich auch den Großteil der Bevölkerung, der Arbeitnehmerinnen nicht hinter uns, weil wir nicht sagen, was passiert, wenn wir diesen Klimawandel nicht hintanhalten. Warum wollen wir weniger Energie verwenden? Warum wollen wir, dass unsere Häuser anders isoliert sind? Nicht nur, um Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch, um weniger Energie zu brauchen. Wir wollen es natürlich, dass die Leute geringere Energiekosten haben bei der Heizung. Aber das Ziel ist, dass wir dafür kein CO2 freisetzen, weil wir alte fossile Energien verwenden. So gehört für mich die Diskussion geführt. Das ist das, was ich mir wünsche und das ist das, was ich versuche zu vermitteln. Das heißt, mir geht es nicht so sehr darum, was hätte das Parlament oder der Rat lieber die -50 beschließen sollen, sondern welches Ziel haben wir wirklich vor Augen? Wollen wir diese Ernährungssicherheit haben? Wollen wir die Verwüstung vermeiden? Wollen wir die ganzen Klimakatastrophen, die wir der letzten Jahre gehabt haben, hintanhalten? Das ist eigentlich die Diskussion. Herr Kinzel, dieselbe Frage auch an Sie. Und dann möchte ich Ihnen, liebes Publikum, die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Also bevor ich meine Wunschzahlen bekannt gebe, möchte ich auf einen Satz noch gehen, den der Abgeordnete Kaltenbach gesagt hat. Einmal haben Sie erwähnt, 2050 und darüber hinaus. Und das ist es. Das System des Klimas, die Klimaerwärmung, das ist ein derartig langsam agierendes System. Und das heißt, jetzt Reduktionen zu machen, bedeutet, dass nach wie vor die Klimaerwärmung weitergeht.
Und das heißt, wir müssen uns wirklich überlegen, was wollen wir bis Ende dieses Jahrhunderts erreichen und was heißt das für unsere Technologie und was heißt das dann auch für unser Wirtschaftssystem. Und da heißt es wirklich, dass wir eine Transformation des Wirtschaftssystems brauchen. Ein bisschen effizienter, ein bisschen besser, ein bisschen weniger emittieren, das reicht nicht mehr. Wir brauchen tatsächlich von unserem Lebensstil her, von unserer Wirtschaftsform her, eine Transformation. Und da muss ich schauen, was ist politisch möglich zum einen, natürlich, ein Hoch der Diplomatie, aber was ist auch notwendig an Zielen zu setzen, damit es zu solchen Änderungen kommt. Ich habe das Beispiel Föst kurz angesprochen, es heißt wirklich Technologiesprung in vielen Bereichen, in vielen Gebieten heißt auch Klimawandel natürlich Gesundheitsgefährdung für die Menschen, heißt für unser Gesellschaftssystem etwas. Wir haben als Tagline neben dem Logo Umweltbundesamt als unseren Slogan Perspektiven für Umwelt und Gesellschaft. Weil ich habe nichts davon, wenn es die Umwelt irgendwie dann überlebt nach einer großen Katastrophe, wenn es uns Menschen nicht mehr gibt. Ich sage, ich habe nichts davon. Ich kann sagen, schützt das letzte Gänseblümchen. Aber ich möchte ja ein Gesellschaftssystem, ein lebenswertes Gesellschaftssystem meinen Kindern und Kindeskindern überlassen. Auch das wurde schon gesagt. Und darum würde mein Ziel heißen für 2030, 50-50-50, das, was wir, wenn wir bis 2050 minus 80% der Treibhausgase erzielen wollen, und das ist wirklich notwendig, dann müssen wir eine Transformation unseres Wirtschaftssystems unbedingt durchführen und das sehr bald. So, wem darf ich denn als erstes das Wort geben? Bitte schön, Herr Huber in der zweiten Reihe. Ja, hallo. Sagen Sie vielleicht kurz was zu Ihrer Person und dann, wen Sie dann die Frage richten möchten. Ja, ganz kurz. Rudolf Huber, ich bin Energieexperte, hauptsächlich im Gasbereich unterwegs und bin auch seit 2 Jahren jetzt mit dem Ernst Wohlfahrt unterwegs hier in Österreich, um ein bisschen Bewusstsein zu schaffen für einige Dinge, die wir hier wirklich grundsätzlich falsch laufen. Eine kleine Anmerkung, ich hätte jetzt sehr viel zu sagen. Wir reden hier von Klimapolitik, wo wir in Wirklichkeit von CO2-Politik reden. Das ist nämlich ein riesengroßer Irrtum. Nur ist das CO2 als das einzige Treibhausgas zu sehen. Ich gebe nur 2 Beispiele und das sind beileibe nicht die einzigen. Es ist Nummer 1 einmal, wenn man hernimmt, zum Beispiel wir definieren Strom aus Wasserkraft als, wie soll man sagen, energieeffizienten oder soll man sagen, grünen Strom, der keine Treibhausgase verursacht, wobei komplett vergessen wird, dass vor allem in den Staubecken von Speicherkraftwerken riesige Mengen freies Methan erzeugt werden, weil das Wasser dort steht, vor sich hingärt und blubbert. Und es gibt Studien, die mittlerweile belegen, dass mehr freies Methan, das ja ein wesentlich potenteres Treibhausgas ist als CO2, in diesen Staubecken erzeugt wird, als im kompletten kombinierten Verkehr der Welt durch CO2. Das ist Nummer 1 einmal das. Und Nummer 2, und das berührt mich persönlich noch wesentlich mehr, ist, dass komplett vergessen wird, dass wir einen anderen Emitter noch haben, der komplett unreguliert ist. Das ist Nanofeinstaub. Sie wissen sicherlich, dass Feinstaub unter 2,5 Mikrometer keinerlei Regulation mehr unterliegt. Und unter 60 Nanometern ist dieser Feinstaub ein Aerosol, der in der Atmosphäre verbleibt. Das heißt, es wird nicht mehr ausgewaschen. Und ist heute, und das ist ja auch erwiesen, ein wesentlich potenteres Treibhausgas als CO2 es jemals sein könnte. Das ist nicht reguliert und im Gegensatz zu CO2 nebenbei noch hochgiftig auch noch dazu. Das heißt, es bringt unsere Kinder und unsere Alten um. Darüber wird niemals diskutiert, darüber wird niemals irgendwo noch ein Wort verloren. Sämtliche Runden sparen das komplett aus. Das CO2 lässt sich von Pflanzen wieder verwerten in etwas, das man benutzen kann. Das ist ein relativ ungiftiges Gas, das nur die Atmosphäre erwärmt. Andere Dinge bringen uns effektiv um. Warum wird das immer ausgespart in allen politischen Veranstaltungen? Dankeschön. Vielleicht Sie, Herr Kinzel. Also bei den CO2-Werten, die ich angegeben habe, ist es immer um die CO2-Äquivalente gegangen. Also das ist immer zurückgerechnet auf natürlich die Menge CO2 und da ist Methan dabei und insgesamt 12 Treibhausgase. Also das ist nicht nur CO2. Richtig ist natürlich, dass wir mit dem Feinstaub ein Thema haben. Das kann, wenn es unter 2,5 Nanometer ist, natürlich auch in die Lungen gehen. Das ist durchaus ein Thema, wo ich sage, dass wir das
sehr wohl thematisieren und schon des Öfteren eine draufgekriegt haben, weil wir gesagt haben, um wie viele Monate die Menschen früher sterben in Österreich, dadurch, dass wir diese Feinstaubproblematik und Thematik haben. Ich habe sehr absichtlich von einer Transformation des Wirtschaftssystems gesprochen. Ich bin ganz bei Ihnen, es darf nicht nur um CO2 gehen. Und wenn wir wirklich zu einer Transformation kommen, heißt das natürlich, Produktionsprozesse sich generell anzusehen. Und das heißt natürlich auch, dass nicht nur die Treibhausgase, um es richtiger zu sagen, betrachtet werden müssen. Auch die klassischen Luftschadstoffe, NOx, ist da ein ganz wichtiger. Und gerade was eben auch diese Stickoxide anbelangt, wo vieles aus den Dieselfahrzeugen unserer Dieselkraftfahrzeuge kommt, wo Österreich ein Verfahren hat. Und also das wird thematisiert, keine Frage, muss thematisiert werden. Ich bin ganz bei Ihnen, man muss auch darüber hinaus sich überlegen, was auf diesem Globus passiert. Eine Transformation des Wirtschaftssystems würde in all diesen Bereichen helfen. Weitere Fragen? Der Herr links. Ja, Thomas Müller, ich bin jetzt in Pension. Meine Frage ist, wie immer kommt es bei den Fragen zum Schluss darauf an, wer zahlt. Ich habe kein Problem zu sehen, dass die Ziele erreicht werden. Aber am Ende des Tages kommt es immer darauf an, irgendeiner muss dafür das Geld in die Hand nehmen und irgendeiner muss dafür bezahlen. Ich stimme Ihnen ohne weiteres zu, dass es bis 2030 nicht ein technisches Problem sein wird. Die Technologien, die sind verfügbar. Man muss sie nur rechtzeitig, man muss sie nur geschickt und intelligent einsetzen, miteinander verknüpfen. Nur mit den momentanen Förderungssystemen, die existent sind, wird das nicht machbar sein. In der Vergangenheit bis 2020 ist es vielleicht ein Ziel gewesen, das zu erreichen. In der Zukunft wird man mit dieser Art von unterstützenden Fördersystemen nicht arbeiten können, denn es wird letztendlich ja auf die Gesellschaft zurückgeführt werden und es wird letztendlich der Konsument zahlen müssen in irgendeiner Art und Weise, wie wir es in Deutschland gesehen haben. Die zweite Frage, die ich habe, ist, wir haben bei den erneuerbaren Energien ein gesamteuropäisches Ziel. Wie ist daran gedacht, wenn dieses gesamteuropäische Ziel nicht erreicht wird, welche Sanktionen bestehen? Wer, auch hier geht die Frage wieder, wer zahlt wann, wie, wem, wie viel? Und die dritte Frage damit zusammen, Technik ja, aber allerdings hier meine ich die Technik der Erzeugung von gewissen Energieformen. Es geht ja auch um die Übertragung von den Energieformen. Und die Übertragung wird das große Problem werden, oder große Problem ist es schon. Ich habe meine Windparks in der Nordsee und ich muss meinen Strom nach Süddeutschland bringen. Das funktioniert nicht, weil andere Gesetzesmaterien dem entgegenstehen. Ich erwähne nur die Umweltverträglichkeitsprüfung als Beispiel. Deshalb wird zum Teil ja schon daran gedacht, Fessenheim länger laufen zu lassen, um von der Seite nach Deutschland hinüber Strom zu transportieren. Also hier gibt es dann sehr viele Konflikte, die nicht nur bei der Energiepolitik anzusetzen sind, sondern auch bei der Gesellschaftspolitik oder auch bei der Verkehrspolitik. Darum ist für mich die Frage, ob die neuen Klimaschutzziele und ihre Auswirkungen auf die europäische Energiepolitik nicht zu eng gefasst wird, ob wir nicht ein breiteres Feld diskutieren müssen, wie diese Ziele im Rahmen von Gesellschaft, Umwelt, Verkehrspolitik und von mir aus auch Regulierung zu sehen sind. Und bei der Regulierung gehört mir ja auch noch das ganze NSA-Thema mit dazu. Danke. Dankeschön. Nehmen wir vielleicht noch auf der rechten Seite eine Frage mit. Ja, mein Name ist Eli Widetzky, Wirtschaftskammer Österreich. Ich habe eine Frage ans gesamte Panel. Ich glaube, wenn man sich die Schlussfolgerungen anschaut, dann sieht man ganz klar, dass, wie soll ich sagen, hier Vertreter einzelner Mitgliedstaaten und immer mitgedacht auch das Budget des Mitgliedstaaten im Hintergrund mitgespielt haben. Sprich, genau die Frage auch vom Herrn Müller, freue mich, dich zu sehen, Thomas, aber die Frage, wer zahlt dann was? Ja? Was ein bisschen ausgeblendet wurde, ist, wie geht es weiter beim Emissionshandel und genauer gesagt beim Carbon-Leakage-Bereich, sprich bei der Industrie, vor allem der energieintensiven Industrie. Hier ist man relativ vage geblieben, bei anderen Bereichen der Schlussfolgerung war man konkreter, weil da auch die Mitgliedstaaten dezidiertere Interessen verfolgt haben. Deshalb meine Frage ans Panel, wie interpretieren Sie das, was dort drinnen steht, zum Beispiel keine unangemessenen Kosten für die effizientesten Anlagen, da
wollen manche schon hineininterpretieren, die sollen gar keine Kosten, anderen sagen, naja, angemessen entscheiden noch immer wir, ja. Also da immer auch dieser, das finde ich sehr gut, dass Sie das am Anfang erwähnt haben, dass bewusst vage gehalten wurde. Ich glaube, hier beim Emissionshandel ist auch so ein Fall, wo es bewusst vage gehalten wurde. Deshalb meine Frage, wie interpretieren Sie die Schlussfolgerung, aber auch, und jetzt glaube ich, geht es ums Eingemachte, wie schaut die Zukunft des Emissionshandels aus? Ich glaube, jeder hat seine Vorstellung. Einigkeit herrscht darin, dass er geändert gehört, dass er reformiert gehört, dass es umfassend zu geschehen hat, dass alle Stakeholder zu beteiligen sind. Was sind Ihre Sichtweisen? Wie wird es im nächsten, wie soll ich sagen, ein Jahr, zwei Jahren bis auch zu Paris, wird es da einen neuen Emissionshandel schon geben? Und wenn ja, wie wird der ausschauen? Nehmen wir noch die eine Wortmeldung mit. Ja, danke schön. Erik Bauer mein Name, ich bin Lektor am Institut für Publizistik und freier Journalist im Umweltbereich. Mich hat sie angesprochen, die Aussage von der Frau Kadenbach, und eigentlich auch, ich glaube, das ist ein Schlüssel, die Arbeitnehmer gehen nicht mit, weil da berechtigte Ängste natürlich in der Diskussion sind, gerade in den alten Industrien, und weil die Diskussion natürlich da auch sehr technokratisch ist und in diesem Bereich überhaupt nicht überschwappt. Darum wäre meine Frage an das Panel, ob Sie eine Idee haben oder Strategie haben, wie man denn diese Dinge, die wir hier sehr technisch kommunizieren, wie man die kommunizieren müsste, damit man Ängste abbaut. Also dass man sich nicht Fronten aufbaut an Ängsten, die ja zum Teil berechtigt sind, sondern wie man einen Weg beschreiten könnte, auch in der Kommunikation, um Leute mitzunehmen. Also um nicht Gegner sich zu schaffen durch Angst, sondern eher Gegner ins Boot zu holen und dadurch auch de facto mehr erreichen zu können. Ja, Dankeschön. Gut, Dankeschön. Schreiten wir zur Beantwortung. Vielleicht beginnt der Herr Fischer. Ja, ich erinnere noch einmal die Frage nach den Kosten. Wer soll das Ganze bezahlen? Sanktionen im Fall, dass die Ziele nicht erreicht werden, Problem der Übertragung und dann das Kommunikationsproblem. Wie kann man denn Ängste abbauen? Ja, das Kommunikationsproblem überlasse ich Frau Kadenbach sehr gerne. Zum Thema Erneuerbare und wer bezahlt das? In der Vergangenheit, bisher haben wir ja ein System, in dem es quasi nationale Zielsetzungen gibt. Die Mitgliedstaaten entwickeln Fördersysteme, um die Erneuerbaren auszubauen und verteilen das sozusagen in ihrem eigenen Budget, entweder über den Haushalt oder über eine Umlage, wie das EEG in Deutschland um. Und ich glaube, das war in der Vergangenheit auch deswegen ganz wichtig, weil man die Legitimation des Ausbaus ja auch vor der eigenen Bevölkerung irgendwie rechtfertigen musste. Und man hat da ja auch wieder das deutsche Beispiel, die EEG-Umlage. Das hat sich ja über Jahre auch nur deswegen bewährt, weil der Empfängerkreis, also derjenigen, die sozusagen ja, positiv davon profitiert haben, sehr breit gestreut waren und eine, ja, wie soll man sagen, eine ausgesprochene politische Kraft im System waren. Das sind ja nicht nur Grüne, sondern das waren immer auch Konservative, alle Bereiche sozusagen, die diesen Entwicklungsprozess unterstützt haben. Es ging nicht über den Haushalt und das ist ein ganz entscheidender Faktor dabei. Jetzt stellt sich die Frage tatsächlich einmal, was passiert mit den Mitgliedstaaten, die ihre Ziele nicht erreichen. Da wird man ein Vertragsverletzungsverfahren vermutlich einleiten, aber ob das am Ende auf Vertragsstrafen quasi auf europäischer Ebene hinausläuft, da habe ich meine größten Zweifel. Also ich kann mir das unter den derzeitigen politischen Konstellationen schwer vorstellen. Und diese Problematik, dass wir das nur auf nationale Ziele runtergebrochen haben und dass es kein europäisches Ausgleichssystem gibt, hat ja auch ein bisschen dazu geführt, dass wir in der nächsten Phase jetzt bis 2030 eben keine nationalen erneuerbaren Ziele mehr haben, sondern nur noch dieses EU-weite Ziel, wo sich in der Tat die Frage der Verbindlichkeit stellt, wer muss das überhaupt erfüllen, wie wird das ausgestaltet, also da ist alles noch offen, das muss im Gesetzgebungsprozess letztlich geklärt werden, aber das ist auch ein Gegenstand der Flexibilität, die die Mitgliedstaaten zunehmend bekommen wollen. Noch ganz kurz Emissionshandel. Dort haben wir die Fragen, die Sie angesprochen haben, die werden auch dort im Gesetzgebungsprozess gelöst werden müssen. Und das ist tatsächlich, das sind ja dann schon wieder so Detailregelungen. Das wird vermutlich nicht auf europäischer Ratsebene bearbeitet. Ich glaube, dass wir diesen Prozess erst nach Paris bekommen werden. Dafür ist einfach der Zeitraum jetzt zu kurz, um diese Detailregelungen bereits auszuarbeiten. Und so wie mir die Schlussfolgerungen erscheinen, wird das
in der Tat auch ein sehr breites Ausnahmefeld wieder geben. Also es wird viel frei zugeteilt werden, auch im Lichte der wahrscheinlich nicht sonderlich ambitionierten Ergebnisse in Paris wird man die eigene Industrie in dem Bereich nicht weiter schwächen wollen. Insofern, man hat ja schon gesagt, Ausnahmen fallen mit ab 2020 weg. Das ist jetzt sozusagen damit quasi schon revidiert worden und man wird sie weiter auch in die nächste Dekade hineintragen. Ja, Frau Kadenbach, wie soll man denn Ängste, die es zweifellos gibt in der Bevölkerung, denn am besten abbauen? Was ist denn da zu tun? Ja, ich glaube, es muss unter Zusammenwirken aller Beteiligten stattfinden. Ich habe manches Mal so den Eindruck, das ist auf der einen Seite sind tolle Ziele, zu denen wir uns alle bekennen. Ja, wir wollen generell saubere Luft, wir wollen sauberes Wasser, wir wollen gesunde Lebensmittel. Aber auf dem Weg dorthin geht uns die Solidarität verloren. Was meine ich? Zum Beispiel, wir wollen und wir brauchen Natura 2000 Gebiete, einfach weil das ein Schutzfaktor ist, wo wir dazu beitragen können, dass sich Biodiversität entwickelt. Da wird wahrscheinlich jeder so ungefähr Ja dazu sagen, ja, wir wollen unsere Natur schützen. In dem Augenblick, wenn sich ein Mitgliedstaat, und nehmen wir zum Beispiel Österreich her, der sich nicht daran hält, ist die Solidarität weg. Dann geht es nicht mehr darum, dass wir sagen, wir müssen gemeinsame Anstrengungen setzen, um dieses unwiederbringliche Netz an Natur, Naturschutz, Artenschutz, Vogelschutz zu erhalten, sondern wenn es dann zu Sanktionen gibt, ist es auf einmal die böse EU, die das liebe, gute Österreich straft, weil wir irgendeinen Ziesel irgendwo nicht berücksichtigt haben. So wird nachher kommuniziert. Das heißt, auf einmal ist es nur der eine kleine Ziesel, der daran schuld ist, dass Österreich ein paar Millionen Strafe zahlen muss, und das ist die böse EU-Kommission, die sich dann als Hüterin der Verträge sieht. Das heißt, statt dass wir wirklich darüber diskutieren, wozu haben wir diese Schutznetze, wozu gibt es Umweltgesetzgebung, warum wollen wir? Wir wollen die Firmen, die Unternehmen nicht strafen, dass sie da jetzt tolle Filter anbringen, sondern wir wollen eine saubere Luft erreichen. Es wird aber nur diskutiert, was es kostet. Und wenn sich die Frage stellt, was es kostet, dann finde ich das immer so lustig, wenn man sagt, naja, das muss die Industrie tragen oder das muss der Staat, das muss gemeinsame Aufgabe des öffentlichen der Regierungen sein. Es sind immer wir, die zahlen. Wenn es die Industrie am Anfang zahlt, dann werden halt die Produkte und die Dienstleistungen oder was auch immer teurer. Wenn es der Mitgliedstaat oder die EU aus den wenigen Mitteln, die sie hat, die sie nämlich auch vom Mitgliedstaat, sprich dann auch vom Steuerzahler, umverteilt, ist das auch unser Geld. Und alles, was wir jetzt nicht ausgeben, dafür kriegen wir die Rechnung später präsentiert. Das heißt, überall dort, wo wir in der Prävention, sei es im Gesundheitsbereich, sei es aber auch in Umweltschutzmaßnahmen, heute nicht zahlen, zäumen wir es morgen um ein Vielfaches teurer. Und darum gesagt, für mich ist immer die Frage, wie kann ich zu einem Ergebnis am günstigsten, volkswirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich am günstigsten kommen? Weil gesagt, immer nur darüber reden, das kann die Industrie nicht leisten, da wandern die Arbeitsplätze ab, das heißt, wir müssen dorthin fördern. Es ist die Frage, wenn ein Unternehmen stark genug ist, dann soll es das Unternehmen zahlen, weil es natürlich auch in dem Bereich die Produktion in dem Unternehmen auf einen anderen Level hebt. Das heißt, ich habe auch in manchen Bereichen beim ETS nicht ganz verstanden, warum man dieses Steuerungssystem nicht haben will, weil es in Wirklichkeit dazu beiträgt, dass jene, die noch nicht auf diesem technischen Standard sind, der die Produktion nämlich auch verteuert, danach rüsten müssen. Das heißt, für Spitzenunternehmen, wie es die First ist, die in der Vergangenheit schon ganz viel da investiert hat, ist es ja eigentlich ein Wettbewerbsvorteil, wenn die anderen nachrüsten müssen. Also ich habe da die Argumentation nicht verstanden. Das heißt, wenn ich auf wirklich sehr viel Geld investiert habe in der Vergangenheit und ich zwinge jetzt die anderen, hier nachzurüsten, ja, dann kann das doch für mich nur von Vorteil sein. Und das ist auch die Frage der Verteilung ganz generell, gerade beim ETS. Wir müssen darauf achten, dass in Europa uns die Mitgliedstaaten, die finanzstarken Mitgliedstaaten nicht wegbrechen. Natürlich brauchen wir eine Nachrüstung, gerade im technischen Bereich der neuen Mitgliedstaaten. Wir müssen denen diese Wende, die Energiewende weg von den fossilen Energien ermöglichen. Es wird nur nicht auf Dauer funktionieren, dass das nur
die sogenannten Nettozahler machen, weil wir sehen jetzt schon, wie Großbritannien und andere Mitgliedstaaten in dieser Diskussion agieren. Das heißt, das, glaube ich, da wird ganz viel politisches Geschick in Zukunft notwendig sein, auf der einen Seite zu sagen, okay, wir lassen diese anderen Mitgliedstaaten mit einem anderen Tempo an der Wende teilnehmen, aber das Ganze auch unter dem Blickpunkt des Binnenmarkts und der Finanzierbarkeit. Also da sehe ich die ganz großen Herausforderungen. Ich glaube, das war so ungefähr alles, was gefragt wurde. Herr Kinzel, vielleicht können Sie auch die Beantwortung der Frage versuchen nach dem Transport von, sagen wir, Strom aus erneuerbaren Quellen dorthin, wo er gebraucht wird. Ich erinnere auch an das vierte beigeordnete Ziel, 15% grenzüberschreitende Leitungen, was man anstrebt. Dabei ist es ja Tatsache, dass es selbst innerhalb eines Staates enorme Probleme gibt, Übertragungsleitungen zu bauen. Übertragungsleitungen sind sicher da ein ganz, ganz zentraler Punkt. Wenn wir erneuerbare Energien wollen, die werden natürlich dezentral produziert. Und wenn es jetzt um den Strom geht, weil das bezieht sich jetzt wieder nur auf den Strom, der im Energiesektor so etwa 20% ausmacht, dann braucht der Strom natürlich auch eine Leitung von dort, wo es produziert worden ist. Der Herr hat da eben die Windräder im Norden Europas genannt. Wenn das jetzt in den Süden kommen muss, brauche ich eine Stromleitung. Aber ich brauche auch die Verteilungsnetze, lokal und regional. Und Frau Kaltenbach hat natürlich hier Europa genannt und ich will da wirklich das noch einmal auf die globale Ebene heben. Wir haben halt nur diesen einen Globus und auf diesen einen Globus müssen wir leben. Und das heißt natürlich auch, dass das, was wir an Energie konsumieren, das, was wir an Ressourcen konsumieren und verbrauchen, nur auf diesem einen Globus stattfinden kann. Denn vieles kommt eben, was jetzt Energie anbelangt, wenn ich jetzt an Öl denke, wenn ich an Gas denke, ist sicher eine Brückentechnologie, der Kollege, der da von dieser Gasthematik gesprochen hat. Ja, aber dann heißt das, das geht wirklich über Europa hinaus. Zwei Drittel der europäischen Güter, zwei Drittel der Güter, die wir in Europa verkonsumieren, kommen von außerhalb der EU, verbrauchen dort Fläche, verbrauchen dort Luft sozusagen, also geben Schadstoffe in die Luft ab, geben Schadstoffe ins Wasser ab, haben Abfälle, die enorm sind, also da tut sich wirklich etwas. Ich will aber noch eines zu den Preisen sagen, wer soll denn das zahlen? Kaltenbach hat schon gesagt, na wir alle. Ja, das ist ganz bestimmt so, aber was zahlen wir dann nicht mehr? Und da hätte ich durchaus einen Vorschlag. Vorige Woche hat das World Energy, also gab es den World Energy Outlook 2014, sicherlich auch nicht unter dem Verdacht stehend, dass die Umwelt-NGOs sind. Und da hat bei der Präsentation gesagt, dass die fossilen Energieträger um das Vierfache mehr an Förderungen heute noch, um das Vierfache mehr Förderungen bekommen als erneuerbare Energien. Und im Vorfeld vom G20-Gipfel gab es eine Publikation, die gezeigt hat, dass zurzeit im Jahr 2013 73 Milliarden Euro ausgegeben worden sind an Förderungen, an staatlichen Förderungen für die fossile Energie und 30 Milliarden zusätzlich haben noch die Firmen selbst ausgegeben. Das heißt, mehr als 100 Milliarden wurden alleine im Vorjahr an Förderungen ausgegeben. Das heißt, was wir uns da an Umweltschäden ersparen, wenn wir diese Förderungen nicht mehr geben würden und was man mit dem Geld anderes anfangen könnte. Danke. So, der Herr Pils in der ersten Reihe hat sich zu Wort gemeldet. Ja, ich wollte noch etwas zu diesem 15%-Ziel sagen, das der Herr Kinzel jetzt nicht ganz beantwortet hat. Also, ich möchte es despektierlich sagen, also das 15%-Ziel ist ein Unsinn, so wie es ist. Weil es bezieht sich nur auf grenzüberschreitende Leitungen, erstens. Und zweitens einmal, das Ziel, wie viel Leitungskapazität ich brauche, kommt davon, hängt davon ab, wo ich Erzeugung habe und wo ich Abnahme habe. Und das hat mit den Ländern überhaupt nichts zu tun. Ja, und es gibt, das 15%-Ziel ist nur deswegen da, weil es im Großteil Europas eigentlich erfüllt ist und trotzdem habe ich zu wenig Kapazität, also ich bräuchte eigentlich mehr als 15%. Und es gibt einige Länder, die haben weniger als 15%, dort ist wirklich ein Problem. Das ist vorwiegend zwischen Spanien und Frankreich der Fall. Dort muss es ausgebaut werden.
Ja, also das ist so, das ist das, das und ich gebe dem vollkommen recht. Das Hauptproblem ist eigentlich der Ausbau in einzelnen Ländern, vorwiegend in Deutschland, wo ich einen großen Transport zwischen Norddeutschland und Süddeutschland brauche, wo die Leitungskapazitäten nicht da sind. Dafür gibt es kein Ziel, kein europäisches Ziel, sondern das ist ein nationales Ziel. Und dort gibt es die großen Schwierigkeiten. Und Sie müssen wissen, dass so ein europäisches Netz so stark ist, wie seine schwächsten Leitungen sind. Weil der Strom fließt überall gleichzeitig. Es gibt sozusagen nicht einen Weg, den man ihm vorgeben kann. Und deswegen ist es wichtig, die Netze dort auszubauen, wo die Engstellen sind und nicht sozusagen an den Landesgrenzen alleine stehen zu bleiben. Der Herr in der dritten Reihe hat sich gemeldet. Mein Name ist Magister K., derzeit Pensionist. Eine Frage jetzt nämlich zu den, hat Europa überhaupt eine gemeinsame Energiepolitik? Und das bezweifle ich teilweise. Wenn man heute hört, dass Deutschland Überkapazitäten im Strom hat, dafür aber England noch ein Atomkraftwerk gefördert von der EU hier baut, dann frage ich mich, ob das heute noch sinnvoll ist. Gleichzeitig hat in Deutschland riesige Braunkohlenkraftwerke, die auch keine vernünftigen Abgaben bezahlen, sondern geschützt sind. Gleichzeitig hohe Steuern oder Abgaben auf die Energiewende, Photovoltaik oder Windkraftwerk gemacht wird. Und der dritte Punkt wäre, wäre es nicht sinnvoller, hier mehr zu schauen, dass nicht Großkraftwerke gebaut werden, sondern die Photovoltaik eingesetzt wird, lokal auf den vielen Dächern, wo man nicht diese großen Stromleitungen braucht oder wo man nur einen Teil der Stromleitungen braucht, um hier effizienter zu sein. Nur hier will man das offenbar gar nicht, weil die Großindustrie ja eigentlich das Monopol der Erzeugung in der Hand haben möchte und nicht auf viele, viele tausende Haushalte verteilt hat. Ja, ich glaube, Herr Fischer, ist eine Frage speziell für Sie. Sie betreuen ja bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin speziell die Forschungsgebiete EU-Energiepolitik und EU-Klimapolitik. Bitte. Ja, danke schön. Die Frage ist ja, nach dem, was uns eint in Europa in der Energiepolitik, ist ja so alt wie die EU wahrscheinlich. Und da ist ja über viele Jahrzehnte auch wenig passiert. Jetzt hat man vor 10, 15 Jahren im Prinzip gesagt, na gut, wir einigen uns mal darauf, wir wollen gemeinsam Klimaschutz betreiben. Das ist ein großes Thema. Und das zweite ist, wir einigen uns darauf, dass wir einen gemeinsamen Energiebinnenmarkt entwickeln. Das sind die beiden Grundpfeiler, in denen sich europäische Energiepolitik im Prinzip bewegt. Und die Frage des Energiemixes, also welche Technologien jeder Mitgliedstaat nimmt, nutzt und verwendet, die bleibt eben weiter national. Und das wird auch so sein, denn man muss sich ja immer überlegen, was ist denn die Alternative? Wenn die EU-Kommission beginnen würde zu sagen, wir verteilen jetzt mal den Energiemix über Europa, dann kriegen die Österreicher ein AKW und die Deutschen kriegen irgendwie 20 Wasserkraftwerke oder so. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber diese Problematik stellt sich ja schon vor dem Hintergrund demokratischer Legitimation im Bereich der Nutzung von einzelnen Technologien. Und insofern leben wir eben in einem Europa, das in erster Linie mal aus den Stromleitungen besteht, die uns verknüpfen und damit eine höhere Effizienz auch bei der Nutzung von einzelnen Kraftwerken. Schauen Sie sich den deutsch-österreichischen Markt an. Das ist ja mittlerweile sozusagen ein einheitliches Marktgebiet, wo Sie Strom hin und her handeln. Und das erweitert sich ja oder hat sich in den vergangenen Jahren auch deutlich erweitert. Eine Frage noch, da muss ich sozusagen ein bisschen korrigierend eingreifen. Das Thema Atomkraft und Großbritannien. Die britische Regierung hat sich dafür entschieden, künftig ein neues Atomkraftwerk zu bauen und das über einen Fördermechanismus aus ihrem nationalen Haushalt bzw. ihren Stromkunden zu bezahlen. Und dieses Verfahren wurde der EU-Kommission vorgelegt zur Genehmigung, ob das sozusagen den wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen in Europa entspricht. Und die Kommission hat gesagt, naja, so mit 1,5 Augen zugedrückt, ja, das ist noch okay. Aber es geht nicht darum, dass europäische Gelder für britische AKWs verwendet werden. Also diese mehr, da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein, das schürt ja immer auch Europaskepsis. Das ist also nicht der Fall, sondern es ging explizit darum, dass es hier lediglich eine Genehmigung für die eigene Regierung, ihre eigenen Gelder sozusagen dafür zu verwenden, gegeben hat.
Frau Gartenbach, man hat ja den Eindruck, dass Europa in Sachen Energie statt zusammenzuwachsen eher, also Nationalstaaten, wieder auseinanderdriften. Das Einzige, was mir einfällt, wo man versucht, eine Einigung anzustreben, ist im Förderregime für erneuerbare Energien zum Beispiel, dass man einheitliche Kriterien anlegt. Finden Sie das gut? Ich glaube, ursprünglich, wir haben eine ganze Reihe von gemeinsamen europäischen Konzepten, was die Energiepolitik und die Energiewirtschaft betrifft. Und wir haben ja jetzt auch in Zukunft einen Kommissar, der für den europäischen Binnenmarkt etc., Energiebinnenmarkt zuständig ist. Das heißt, das Bewusstsein ist da. Es ist nur auf der anderen Seite, und das ist das, was ich einfach nochmal wiederholen muss, weil es ja auch in Ihrer Frage liegt, wir haben eine Renationalisierung gerade auch in der Frage der Gerechtigkeit, der Verteilung, und das ist im Bereich mit der Energie wahrscheinlich ein ganz, ganz großes Problem. Ich habe gesagt, was sind unsere großen Ziele in der Energiepolitik? Das eine große Ziel muss einmal sein, Energie im ausreichenden Maße in Europa überhaupt zu produzieren, gerecht zu verteilen und leistbar zu halten. Das in dem Bereich haben wir eine gemeinsame europäische Strategie. Nur ein Zwischenruf. Im Moment haben wir es ja so, dass wir zu viel an Energie haben, was man auch nicht zuletzt an der Preisentwicklung sieht, die zwar bei den Haushalten nicht ankommt, aber am Großhandelsmarkt sehr wohl. Wir haben zu viel Energie an den falschen Plätzen. Das heißt, ich glaube, einer der wesentlichen Faktoren für die Zukunft wird einmal die Frage der Energiespeicherung sein. Und das sind Konzepte, die wir immer wieder in diversen Initiativanträgen des Parlaments etc. haben, die Fortentwicklung angefangen von den Smart Grids über die Smart Cities, über die Smart Regions, über die Regionen, wo Energie vor Ort produziert und verwendet wird. Das heißt, es kann ja nicht das ganz große Ziel in der europäischen Energiepolitik der Zukunft sein, so wie wir heute gesagt haben, dass wir quer durch Europa mit Unterstützung und starker Unterstützung öffentlicher Gelder, Transportleitungen, egal ob für Erdgas, Erdöl oder auch für Strom bauen, während wir auf anderer Seite die Unabhängigkeit vor Ort nicht fördern. Ich glaube, also das ist etwas, was wir brauchen. Das fängt mit den kleinen Anlagen, die Sie angesprochen haben, an, wo man sagt, wirklich in den eigenen Haushalten, egal ob das jetzt Photovoltaik, Geothermie, Solarenergie, was auch immer ist. Das muss sie aber wirklich im Zusammenschluss in der Region, in den Städten. Wir haben ja schon einige Beispiele, dass es im kleinen Bereich funktioniert. Wir haben in Österreich das Beispiel zumindest der Stromenergie, der stromautarken Region wie das Burgenland. Das heißt, das sind für mich Ansätze, in die Richtung zu arbeiten. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich vorher noch sagen wollte, was am Energiemarkt generell zu wenig beachtet wird in der Diskussion, ist für mich diese Lifecycle-Rechnung. Wir nehmen immer nur einen Teil der Produktionskosten heraus, gerade bei der fossilen Energie. In Wirklichkeit reden wir nur von dem, was am Ende kostet, aber was in Wirklichkeit der Steuerzahler, die Europäische Union, schon auf dem Weg dorthin einfach mit öffentlichen Mitteln ganz selbstverständlich subventioniert, wird dann den Alternativenergien vorenthalten. Und für mich ist da ein Weg, dass ich zu mehr erneuerbarer Energie in Europa komme, indem ich einfach wirklich diese Leistungen transparenter mache, indem ich die Kosten transparenter mache. Es würde sich auf diese Art und Weise kein einziges Atomkraftwerk mehr rechnen, weil nachdem bis heute ungeklärt ist, wie die Abfallspeicherung Lagerung dann stattfindet. Das heißt, wenn ich mir von Anfang an überlege, was etwas im gesamten Lifecycle kostet, dann wäre auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energie hätten, sehr viel größer, weil sie sehr viel leistbarer und von den Kosten her sehr viel echter und transparenter zu kalkulieren wäre. Herr Kinzel, auch noch Anmerkungen dazu? Also Energiepolitik brauchen wir, keine Frage. Wir brauchen Energiestrategien. Wir haben auch keine österreichische Energiestrategie. Nicht für 30, schon gar nicht für 50 und darüber hinaus würden wir sie benötigen. Wenn ich nur das Thema der Stromleitung, wenn man jetzt nur diesen Faktor Energiestrom nimmt, dann ist Photovoltaik sicherlich eine Möglichkeit, aber auch nur eine Möglichkeit. Man muss wissen, was tut man, wenn die Sonne nicht strahlt. Es braucht dementsprechend einen Ersatz. Es braucht also Leitungen dorthin, wo dann produziert wird oder wenn in einer Photovoltaikanlage produziert wird, wohin gibt der Strom ab. Wir hatten in diesem Frühjahr einmal ein Wochenende, wo so viel Wind in Burgenland war, dass Burgenland mit ihren vielen, vielen Windrädern dreimal so viel Strom produziert hat, wie es selbst verbrauchen konnte.
na, die Leitungen glühen, die hängen durch. Also das ist auch durchaus eine Möglichkeit, zu einem Blackout zu kommen, und dann haben wir anders gesehen eine Katastrophe. Also hier wirklich einen guten Mix zu haben zwischen, zum einen muss ich zugeben, natürlich den konventionellen Energieproduktionen, all den Erneuerbaren, die wir brauchen, und hier einen schrittweisen Umbau. Und genau für so einen schrittweisen Umbau brauche ich die notwendigen Förderungen dafür und nicht für das Falsche. Und ich muss hier schrittweise und konzeptiv vorangehen, strategisch vorangehen, und das natürlich europaweit. Und da für die nächsten Jahrzehnte hier eine Strategie zu haben, bis zu welchem Jahr kann ich mit welchen Energieformen rechnen, was kann ich ausbauen, wo muss ich ausbauen, was kann ich oder muss ich in einem Land fördern, in einem anderen Land nicht fördern. Also da gibt es die Notwendigkeit, hier wirklich gut strategisch voranzugehen, vorauszugehen. Und ich kann da nur hoffen, dass die neue Europäische Kommission eine ambitionierte Kommission bleibt. Und ich kann nur hoffen, dass die Mitglieder im Europaparlament da gut drauf schauen werden und gut drauf achten werden, damit sie die Interessen letztlich von uns allen auch wirklich versuchen können durchzusetzen. Umsetzen muss ja die Politik. Bin ich froh, dass ich Experte sein darf. Gut, dann machen wir noch eine Fragerunde. Der Herr in der letzten Reihe rechts hat sich als erster gemeldet. Ja, guten Tag, mein Name ist David Keinrad. Ich habe vor kurzem mein Studium abgeschlossen, indem ich mich auch auf Energie- und Klimapolitik spezialisiert habe. Und habe da auch mitbekommen oder gelesen, dass eben im Vorlauf zum Klimagipfel im Jahr 2009 in Kopenhagen es auf europäischer Ebene ein sehr hohes Ambitionsniveau gab, alle an einem Strang gezogen haben und sogar Staaten, von denen man es nicht erwartet hätte, hohen ambitionierten Klimazielen zugestimmt haben, nämlich den 2020-2020-Zielen, den alten Klimazielen. Und jetzt, 2014, haben wir ein eher, Sie haben es schon erwähnt, Minimalpaket bekommen, das Machbare halt. Ist jetzt im Hinblick auf Paris 2015 der nächste große Klimagipfel, wo eine Nachfolgevereinbarung für Kyoto verhandelt wird, vielleicht durchgeht, ist von diesem Gipfel aus Ihrer Sicht nach, und ich möchte gerne alle Panelisten fragen, ist von diesem Gipfel viel zu erwarten für die europäische Klimapolitik? Wird sich da noch was ändern und wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass da ein ambitioniertes Abkommen zustande kommt? Danke. Dann gibt es eine Wortmeldung hier rechts in der Mitte. Ja, grüß Gott, mein Name ist Norbert Koller. Ich arbeite im Bereich der Erneuerbare. Also ich bin jemand aus der Szene. Ich habe nicht unmittelbar eine Frage, mich drängt zu einem Kommentar, auch auf die Wortmeldungen, die wir gehört haben, weil Sie das Thema angesprochen haben, wie machen wir denn das, dass wir Verbündete finden? Ich habe zwei Vorschläge. Ich bin nicht nur Österreicher, sondern auch Vater einer 10-jährigen Tochter. Unsere Kinder sind ein Riesenpotenzial. Umweltschutz ist, so viel ich wahrnehme, durchaus schon ein großes Thema in unseren Schulen. Klimaschutz kann das noch werden. Also einfach für mich eine ganz einfache Sache. Ich arbeite auch zum Teil auf regionaler Ebene in bewusstseinsbildenden Projekten. Die Kinder sind extrem empfänglich und die natürlichen Verbündeten, wenn wir über die Zukunft sprechen. Die zweite Anmerkung, der Herr Kinzel hat es schon gesagt, ein Verbündeter ist die Chance, Umwelttechnologie, die bereits in Österreich ein hohes Niveau hat, viel stärker zu fördern. Ich würde mir da echt auch wünschen, dass jemand, der in dem Bereich arbeitet, ist, der hier mutig gefördert, angegangen wird. Da ist ein großes Potenzial drinnen in diesem Bereich. Was mich grundsätzlich irritiert, und das ist vielleicht dann doch eine Frage, der nicht funktionierende Emissionshandel ist aus meiner Perspektive ein großer Grund, dass wir zum Teil mit diesen Stromüberkapazitäten zu kämpfen haben und dadurch auch die Erneuerbaren aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt in Misskredit kommen. Ich höre da so durch, das dauert, das wird schwierig, da werden wir noch lang verhandeln. Ich sage irgendwie, das kann es irgendwie fast nicht sein oder gibt es vielleicht eine bessere Möglichkeit. Danke. Und dann noch eine Wortmeldung hier links in der Mitte.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Dunkel von den Grünen Arbeitnehmern. Ich bin da ganz auf der Seite von der Frau Kadenbach. Auch ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, die Energie auch in verstärktem Maße lokal zu erzeugen und lokal zu speichern. Ich glaube nicht, dass die Lösung in den großen Übertragungsnetzen liegt, sondern es müssten hier viel mehr Forschungsgelder und in Anstrengungen unternommen werden, diese Überschussmengen an Alternativenergie auch lokal zu speichern. Und jetzt meine aktuelle Frage, gibt es aktuelle Zahlen, wie viele Fördermengen jetzt in der EU und auch in Österreich ausgegeben werden, um dieses Hauptproblem der Alternativenergien, die Speicherung vor Ort, zu lösen? Also ob eine Sache machbar ist oder nicht machbar, das hängt natürlich auch sehr stark von den eingesetzten Mitteln ab. Und wenn wir hier hören, dass sogar die CO2-Produktion gefördert wird und dass mit Steuergeldern Atomkraftwerke gefördert werden, dann wäre es doch viel wichtiger, diese Fördermittel auf die wirklich zukunftsweisenden Technologien zu verwenden, also auf sehr intelligente Speicherlösungen. Also es gibt viele Möglichkeiten zu speichern. Es gibt Ansätze, die sich nicht bewährt haben, zum Beispiel Pressluft zu speichern und dann wieder den Strom zurückgewinnen. Aber eine Möglichkeit zum Beispiel, die in letzter Zeit nicht sehr bearbeitet wurde, wäre zum Beispiel die Erzeugung von Wasserstoff und diesen dann wieder zurückzuverwandeln, nicht für jeden Privathaushalt, aber auf regionaler Ebene für Gemeinden oder aber mit anderen Technologien wie biologischen Speicherwerken, Kunststoffe, die als Kondensatoren wirken und großflächige Energie aufnehmen können. Da habe ich gehört, gibt es in Japan Versuche und so weiter. Also ich glaube, dass wir hier schon vor einem Durchbruch wären für die Speicherung, aber dass hier die Mittel zurückgehalten werden, aus welchen Gründen auch immer, um dieses Problem jetzt zu lösen. Wir müssen das Problem der lokalen Speicherung sehr rasch lösen und ich glaube, dass hier wirklich sehr, sehr verstärkt Mittel dafür eingesetzt werden sollten. Und welche Mittel werden jetzt konkret gerade jetzt eingesetzt? Das ist meine Frage. Dankeschön. Starten wir vielleicht von dieser Seite einmal, Herr Kinzel, eben gibt es genügend Mittel und wo gibt es die Mittel für lokale Speicherung? Dann vielleicht auch noch Paris 2015, ist das, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass das ein Erfolg wird? Die Kinder als Hoffnungsträger und ETS, da was nicht funktioniert. Also ich habe keine aktuellen Zahlen, wie viel da jetzt in Energiespeicher an Förderungen hineinläuft. Es ist ein Thema, ich weiß es, weil wir für das Wirtschaftsministerium eine Veranstaltung zum grünen Wasserstoff gemacht haben. Gibt es eine Firma, die tatsächlich auch sogar für Haushalte das schon probiert. Aber es ist halt noch nicht im Handel erhältlich. Also ich bin da ganz bei Ihnen. Energiespeicherung ist ein zentrales Thema für die Zukunft in der Forschung. Wir sind da leider noch nicht so weit. Kann Paris ein Erfolg werden? Aus meiner Sicht sage ich natürlich, Paris muss ein Erfolg werden. Und dazu ist es gut, dass jetzt diese Beschlüsse gefasst worden sind, dass sie gefasst worden sind, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass sie mit anderen Zahlen gefasst worden wären. Aber das heißt, wir müssen jetzt in den nächsten 10 Monaten, 8 Monaten wirklich innerhalb der EU sehr stark daran arbeiten, um ein wirklich gutes, eine gute Basis für mögliche Entscheidungen in Paris zu haben. Dadurch, dass jetzt auch USA und China daran denken, hier sich besser zu beteiligen und auch mit vielleicht verbindlichen Zielen zu beteiligen, das ist ja noch ein Stück vage geblieben, das macht mich schon zuversichtlicher. Und dadurch, dass ich eigene Kinder habe, wünsche ich mir, dass meine Hoffnung nicht nur Hoffnung bleibt. Ich glaube, die Möglichkeit hier in Paris wirklich noch einmal eine Dynamik zu bekommen, ist gegeben. Dass wir natürlich in der Öffentlichkeit mehr Diskussion brauchen oder auch das Bewusstsein steigern, die Kinder sind da ein Thema, natürlich die Medien auch und das muss dann ein Stück wieder an die Journalisten zurückgeben. Ja, mehr Transparenz ist da, Information ist da,
so gut wie möglich hier in breite Informationen zu gehen und für Ministerien, für Verwaltungen hier in den Dialog zu treten, auch über die Risiken, die wir natürlich haben. Risikodialog ist auch ein Dialog, den wir führen müssen, damit wir rechtzeitig über die Risiken sprechen, die da sind, um auch dann Verständnis zu haben. Verständnis, die notwendig ist. Wir haben schon als Öfteren gesagt, da muss natürlich die Bevölkerung sehen, dass sie mitgenommen wird und dass sie betroffen ist, dass sie jetzt schon zahlt und eigentlich für was anderes zahlen sollte. Danke. Frau Kadenbach. Ja, also ich glaube, der Vorschlag mit den Kindern ist einer, der auf jeden Fall aufgenommen und aufgegriffen werden muss, weil ich denke, in Österreich, wir haben die gesamte Mülltrennung nur deswegen durchsetzen können, weil sie in den Kindergärten und in den Schulen derart positiv besetzt war und derart aktiv betrieben worden ist. Und ich glaube, es gibt kaum einen Haushalt, wo die Kinder so irgendwann zwischen 70 und 90 in der Schule waren, der zu Hause nicht Müll trennen musste, weil da haben die Kinder wirklich ganz klar drauf geachtet. Und ich erlebe es auch jetzt immer wieder, wenn wir gemeinsam mit Schulen europäische Projekte haben, ist gerade die Frage des Klimawandels eine, die unheimlich gern in den Arbeitskreisen diskutiert wird. Also das ist etwas, das geht ihnen sehr nahe. Aber es darf halt dann nicht dort hängen bleiben, sondern es muss in dem Augenblick, wo es diesen interessierten Schülerinnen und Schülern dann auch interessierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden, genauso weitergetragen werden. Und ich denke, das ist auch mit gemeinsam eine Aufgabe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertretungen, gerade in den großen organisierten Betrieben, wo wir diese Thematik, es geht nicht um den Verlust von Arbeitsplätzen, sondern es geht um den Verlust an Lebensqualität, wenn wir da nicht was tun. Und ich denke, das müssen wir so kombinieren. Wir wollen die Arbeitsplätze. Und ich sehe in einem der Punkte, die wir jetzt auf europäischer Ebene auch diskutieren werden, nämlich in der Öko-Innovation, auch Möglichkeiten, genau da Arbeitsplätze zu schaffen, neue Dienstleistungen anzubieten, die in dem Bereich nämlich beides verbinden, das Schaffen und Erhalten von Arbeitsplätzen, aber das aktive Vorantreiben an ökonomischen Entwicklungen, die die Ökologie als Zentrum haben. Und ich glaube, das ist etwas, das lässt sich kombinieren, das haben wir in vielen Bereichen schon erlebt. Und Paris 2015, ich glaube, jemand, der Pessimist ist, ist in der Politik nicht gut aufgehoben. Das heißt, auch ich gehe hier mit sehr realistischen Erwartungshaltungen. Ich denke, dass der Schritt, der jetzt von den USA und China gesetzt wurde, hier ein Impuls ist, weil uns diese ewige Ausrede, solange die anderen nichts machen, machen wir auch nichts, weil wir brauchen nicht überall vorpreschen, jetzt weggefallen ist. Und es muss, und das, davon bin ich überzeugt, zu verbindlichen Zielen kommen, so wie wir es jetzt auf europäischer Ebene nach dem jetzigen Kompromiss haben, mit den unverbindlichen Zielen mit einem unverbindlichen Ziel, was die Energieeffizienz betrifft und mit einem sehr lapidaren Ziel, nämlich weil es in Wirklichkeit nicht nachprüfbar und nachvollziehbar ist auf europäischer Ebene, weil die die Steigerung auf 27% bei den Erneuerbaren, wenn sich dafür niemand verantwortlich fühlt, weil man immer sagen kann, das müssen die anderen machen, dann wird auch dort nichts passieren. Vor allem jene Mitgliedstaaten, die hier Vorreiter sein wollen, werden wahrscheinlich, soweit ich die großen Industriebetriebe dann kenne oder die Wirtschaft, dann immer den Vorwurf bekommen, ihr verschlechtert unsere Wettbewerbssituation immer innerhalb von Europa. Wir müssen als Österreicher, als Deutsche und Sonstiges nicht immer die Klassenbesten sein, lasst einmal die anderen nachziehen, dann tun wir wieder was und solange die nichts tun, tun wir nichts. Also ich fürchte, wenn es da nichts Verbindliches gibt, sowohl auf europäischer wie auch auf globaler Ebene, dass da sehr viel geredet und wenig gehandelt wird. Aber im Grund bin ich kein Pessimist, sondern ich glaube, es wird zumindest ein Stückerl weitergehen. Herr Fischer, bitte. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Drei Punkte. Erstens, ich glaube, die internationale Klimapolitik hat mit der Frage, was Europa hier beiträgt oder was nicht, wenig zu tun. Also der Einfluss der EU auf die Frage, ob ein internationales völkerrechtliches Abkommen geschlossen wird, ist im einstelligen Prozentbereich anzusiedeln. Dafür haben wir einfach nicht die Relevanz, was die Emissionen einmal angeht, aber auch die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben ja gezeigt, dass sozusagen die Frage, ob Deutschland ein 20 oder ein 30 oder ein 50%-Ziel setzt, nicht entscheidend dafür sind, ob sich am Ende China und die USA zusammensetzen und so einen Kompromiss zusammen basteln. Zweitens, ich komme auf Ihren Punkt,
Die zweite Frage ist ja, ist dieses 40%-Ziel, das im Treibhausgasbereich gesetzt wurde, denn jetzt eigentlich tatsächlich so miserabel, wie alle tun? Ich würde sagen, das ist das einzige robuste Ziel in diesem gesamten Konzept. Denn erstmals ist es ein Ziel, das ohne Offsets, also ohne diese internationalen Kredite erreicht werden soll. Zweitens ist es eins, das verbindlich auf europäischer Ebene erreicht wird. Und zum dritten ist es auch nicht so unambitionös, denn schauen wir uns mal an, von 1990 bis 2020 machen wir 20% Emissionsminderung und von 2020 bis 2030 machen wir nochmal 20% Emissionsminderung. Insofern kann ich die Kritik sozusagen daran nicht ganz nachvollziehen, dass das also das miserabelste Ziel sozusagen in der europäischen Klimapolitik gewesen sein soll. Und eine letzte Bemerkung, die kann ich mir nicht verkneifen, zum Thema Speichertechnologien und Investitionen. Sie haben ja immer eine Konkurrenz um Fördergelder für irgendwas. Und wenn wir uns in Deutschland, in Österreich, vielen anderen Staaten dafür entscheiden, im Jahr 22 Milliarden, also das deutsche Beispiel, 22 Milliarden über die erneuerbaren Umlage umzuverteilen, weil Interessengruppen das gerne möchten und weil man dann eben neben das neunte Solarfeld auch noch das zehnte stellen muss, dann ist natürlich die Legitimation dafür, nochmal 10 Milliarden in die Forschungsförderung für Speicher zu setzen, eher eine überschaubare. Also man muss dann, glaube ich, auch ab einem gewissen Punkt mal ehrlich sagen, es gibt auch eine Konkurrenz sozusagen, in welche Technologien investieren wir und wo machen wir denn tatsächlich Technologieentwicklung und wo machen wir nur den breiten Ausbau einer Technologie, die für Arbeitsplätze und die Weiterentwicklung von Technologie derzeit wenig zusätzlichen Gewinn bringt. Und ich glaube, die Diskussion, die darf man ab einem gewissen Punkt auch durchaus so in der Deutlichkeit mal führen. Ich glaube, da kommt man aber langsam so in diesen Prozess rein, dass nicht immer nur mehr sozusagen der Erfolg ist, sondern Qualität in der Forschungsförderung durchaus auch ein eigenwertiges Ziel ist. Gibt es von Ihrer Seite noch ein Fragebedürfnis? Ansonsten möchte ich noch zum Schluss vielleicht die Runde fragen, wie Sie denn die jüngsten Preissignale von der fossilen Front sozusagen werten, mit Rohölpreisen von an die 80 Dollar, wo wir im Juni noch bei 112 Dollar waren. Erschwert das den Umbau in Richtung kohlenstoffarme Energieversorgung? Herr Kinzel. Also für diesen Bereich bin ich überhaupt nicht Experte. Ich kann mich da nur auf Aussagen berufen, die eben meinen, dass jetzt halt eher so im östlichen Bereich dieser Welt versucht wird, die Ölförderung sogar noch so weit anzuheizen, dass die Preise noch weiter runtergehen, dass eben die Förderung von Schiefergas, die insbesondere in Amerika von eher Mittelbetrieben getätigt wird, nicht mehr konkurrenzfähig ist, was sich da auch herausgestellt hat, dass eben die Menge, die gefördert werden kann an Schiefergas, nicht so viel ist, wie ursprünglich angenommen, bis dann die Preise da wieder hinaufschnellen und welche Verbindungen da zu sehen sind, das ist für mich immer wieder extrem interessant zu verfolgen, ohne hier wirklich zu wissen, welche Mechanismen tätig sind. Darum glaube ich, dass der Preis dann doch bald wieder hinaufgehen wird. Natürlich, je mehr die Energie als solche uns auch kostet und wenn all die Kosten hineingerechnet werden würden, ist ja schon alleine bei der Nuklear, wir haben das heute ja kurz angesprochen, mit der ganzen Thematik des Abfalls, wenn hier wirklich die Kostenwahrheit getätigt werden würde, würde das bei vielen Energieformen anders aussehen. Frau Gartenbach? Ich sehe da die Zahlen, die wir jedes Jahr für Zukäufe von fossilen Energien aus außereuropäischen Staaten aufwenden, wenn wir diese Gelder in Europa für den Ausbau, für die Schaffung von alternativen Energien, von erneuerbaren Energien einsetzen würden, würden wir auch gegenüber diesen Lieferstaaten mehr Unabhängigkeit haben, als wir sie heute haben. Wir haben ja jahrelang uns in vielen Bereichen nahezu erpressen lassen von den Ölmärkten. Das wird in Zukunft nicht anders werden. Und wenn wir uns anschauen, das ist ja kein zeitlicher Zufall, dass gerade jetzt diese Energiepreise in dem Sektor relativ günstig sein. Es ist ja alles immer nur relativ, es ist nur, weil sie in der Zwischenzeit so hoch waren, dass uns jetzt auf einmal gering vorkommen, muss man auch dazu sagen. Das sind die
die Fragen A mit den Sanktionen gegen Russland, wo wir wissen, dass es in Europa zu einem Erstarken des Interesses gekommen ist, zum Beispiel Fracking in Polen umzusetzen. Das heißt, das ist in einem Augenblick, wo im Moment Erdöl günstiger ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Pläne in Europa vorangetrieben werden, geringer. Und es ist generell eine Frage, gesagt, in dem Augenblick, wo wir unsere Förderungsszenarien so entwickeln, dass sie nicht mehr in dem Ausmaß in die alternativen Energien gehen, weil ja im Vergleich das dann sehr teuer wäre. Aber wenn das einmal abgeschlossen ist, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass diese fossilen Energiepreise sofort wieder in die Höhe schnellen, weil es geht in Wirklichkeit auch nur darum, wie schauen unsere Förderszenarien aus, weil ja da immer der Vergleich der Wirtschaftlichkeit in der Abhängigkeit von der fossilen Energie ist, wie wir sie jetzt zur Verfügung haben. Das heißt, wenn sie jetzt günstig ist, wird die Investition in Alternative, rechnet sie sehr viel später. Wenn wir andere Förderkulissen haben können, wird der Preis wieder in die Höhe fahren. Also das sind Volatilitäten, mit denen man, glaube ich, wirklich rechnen kann. Dankeschön. Herr Fischer? Ja, ich glaube, zunächst mal bringt diese Preisentwicklung auf den fossilen Energiemärkten erstmal eine enorme Unsicherheit in den Markt und führt dazu, dass Investitionen wieder sozusagen weiter hinausgeschoben werden. Das haben wir in den vergangenen Jahren ja schon erlebt auf dem Gasmarkt. Dadurch, dass es diese Konkurrenz jetzt aus den USA gibt, hat man dann auch Investments sozusagen in Europa eher kritisch gesehen. Viel dramatischer, glaube ich, wird sich diese Situation geopolitisch auswirken, weil wir durch den niedrigen Ölpreis in vielen Staaten, die jetzt schon Risikoherde sind, eine enorme Problematik bekommen, dass sie ihren Haushalt noch finanzieren können. Russland mag ein Beispiel sein, der russische Haushalt ist auf 100 Dollar pro Barrel ungefähr geflickt, jetzt sind wir bei unter 80. Das ist also ein enormes wirtschaftliches Problem. Aber wir haben ja noch ganz andere Staaten, schauen Sie Venezuela, Nigeria etc. an, wo sie ja dann tatsächlich unmittelbar in kriegerische Konflikte kommen. Und dann, wenn wir die umweltpolitische Seite sehen, eine gewisse Ambivalenz. Also einerseits lohnen sich viele Risikotechnologien, Risikoinvestments nicht mehr. Die kanadischen Ölsande sind bei dem derzeitigen Preis aus dem Spiel. Tiefseeölbohrung ist aus dem Spiel. Das lohnt sich sozusagen auf dem Niveau nicht mehr. Aber gleichzeitig haben sie natürlich die Verbraucherebene. Ab dem Moment, wo Erdöl, Erdgas günstiger wird, ist der Anreiz, in alternative Technologien hier auf dem Endverbrauchermarkt zu investieren, geringer. Und da ist jetzt eigentlich sozusagen die Politik gefragt, mit entsprechenden Regularien sozusagen diese Veränderungen unter Umständen zu forcieren, auch wenn sie aus dem Markt getrieben gerade nicht herkommt, weil das dann ja am Ende auch eine präventive Maßnahme sein kann. Ob es die Bereitschaft gibt und ob das gerade eine politische Präferenz ist, das sei aber auch mal dahingestellt. Ja, danke schön. Da haben wir eine Punktlandung hingekriegt. Mir fällt jetzt eine angenehme Aufgabe zu. Ich darf Sie zum Kaffee einladen, dass der Hausherr, in dem Fall die Vertretung der EU-Kommission in Österreich, zur Verfügung stellt. Wir treffen uns 3:45 wieder hier mit anderen Gästen. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme und stärken Sie sich während der Pause.